chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. Moin, in der letzten Folge, die sehr kurz war, aus Gründen, war nur Kennenlernstunde mit Xo und Kaban. Und dieses Mal geht's dann auch mal richtig los. Ich meine, bisher hat sowieso noch keine Ahnung von irgendwas. Und das wird auch so bleiben. Viel Spaß und bleibt geil. Ihr habt noch Zeit, erst eine Wurst und unterhaltet euch über Drohnen. Macht einfach. Was hast du hier genau geschrieben? Was habe ich hier genau geschrieben? Ich habe ihr genau geschrieben, dass, ich habe ihr geschrieben, dass unsere alten Freunde jemanden vorbeigeschickt haben, der uns helfen soll, ihnen zu helfen, als deren Gegenleistung. Und, ne, also IC habe ich dazu geschrieben. Also, ne, also unsere Freunde IC, in Klammern. Und dann, Es hätte auch gereicht zu schreiben, unsere Freunde von der Eisdiele. Oder sowas. Aber Eisdiele reicht ja. Und, wir sprechen jetzt gleich mit einem Freund und der gibt uns dann nähere Informationen. Wir treffen uns mit ihm dort. An diesem Foodstand. Quasi. Mhm. Der ominösen Wurstbude. Ja. Und halt Uhrzeit. Ja, unterhaltet euch. Ich komme gleich irgendwann dazu. Ich muss erst noch was lesen. Ach so. Glaubst du, waren das für Typen, die hinter uns waren? Glaubst du, waren das für Typen? Also entweder habe ich die Vermutung, dass es irgendwelche Aufpasser sein könnten, die irgendwas mit mir zu tun haben, von denen ich nichts weiß, oder weiß er nicht. Ja, oder es waren einfach random Typen, die dich verfahren haben. Ja, das glaube ich nach diesem 180-Grad-Turn nicht, aber naja, sie sind ja nicht mehr hier, also von daher alles gut. Ja. Oder hast du irgendwas an dir, was blendet? Nicht, dass ich es wüsste. Naja. Schau mal nach Peilsendern irgendwie an seiner Kleidung oder so. Kannst ja quasi mit deinem Comlink, glaube ich, Signal aufspüren oder so. Für das Zeug habe ich keine Ahnung, aber sicherlich könnten wir das irgendwie. Vielleicht kennst du dich damit ein bisschen näher aus, also ich weiß ja nicht. Ich? Naja, nur elektronische Kriegsführung, also ne, ich kann Signale finden und so ein paar, ja, wieso? Ja, nicht, dass wir irgendwie verwandt wurden, das wäre irgendwie ungünstig. Ich versuche mal elektronische Kriegsführung scannen. Super. Ich gucke hier ein bisschen an, so, ich dachte, du bist Drohnenspezialist, solltest du das nicht können? Ich hab da eigentlich immer jemanden dabei, ich hatte immer jemanden dabei, der es macht, aber ja. Muss ich okay. Wohl jetzt selber Führungszeichen lernen. Soll helfen. Didi, du hast die Fertigkeit aber auch, um das zu machen, ne? Ja, aber er ist einfach gerade nicht kompetent genug dafür. Okay. Sagst du das zu Kaban? Also, nein, das sagt er nicht zu Kaban. Ich meine, ich bin nicht kompetent, was das angeht. Nein, das hat er zu mir gesagt. Er spricht, bisher hat Xu noch nicht von sich in der dritten Person gesprochen.
Ich angreifen. Ich meinte ja auch eher so, dass du weißt schon, dass Kaba nicht sowas kann. Aber egal, Kaba macht das jetzt einfach. Der testet dich jetzt noch. Ja, eben. Dann lacht er dich aus, wenn er wieder zu Hause ist. Der Ork. Ich glaub wirklich, ein Peinzender. Ja, ja. Ich, elektronische Kriegsführung, es geht auf Logik, ja. Mhm. Geil. Du bist Kaban, du bist 4 Erfolge, Kaban. Tja, das hat sich. 3 Erfolge reichen mir völlig. Siehst du? Alter, das Lachen war übel schön. Ich wünschte, ich hätte noch ein Soundboard. Ich sag mal so. Ich finde alles. An Wahnsinn findest du nur das, was an deinen Geschlechtsteilen herumkriecht. Die entferne ich aber demnächst. Wow. Ich finde es gut, dass du sagst, nicht sagst sofort. Ja, mitten auf der Straße kommt da Scheiße. Okay. Hm. Also. Ich konnte jetzt so nichts finden, also. Was vielleicht. Aber ey, ich bin darin auch nicht der Beste da drin. Ich dachte, du bist hier der Drohnenexperte. Warte mal, ich guck noch mal kurz ein bisschen übers Auto. Vielleicht hängt ja da irgendwo was dran. Schaut sich mal äußerlich so ein bisschen an. Und sauber wie es wäre Meister Proper persönlich drüber gegangen. Und lässt dann noch mal. Ja, wir stehen an der Wurstbude. Mein Auto ist fast in der Nähe. Okay. Ja, und mach mich dann wieder zurück zu Kaban auf. Und? In dem Moment fährt ein Motorrad auf den Parkplatz. Okay. Ja. Ja. Wir halten gerade neben Kaban. Ich weiß ja nicht, wer da kommt. Kaban sieht's aber. Mhm. Das wird geflissentlich zur Kenntnis genommen. Ja, die guckt sich um und kommt dann auf euch zu. Und sie sieht einen Kaban in einem Trenchcoat mit Schlapphut und Sonnenbrille. Und einen kleinen asiatisch aussehenden Menschen, 1,59 Meter, der einen Hoodie anhat, wo drauf steht, Magie gehört in die Tonne und wo ein großer Magieeimer ein großer Papierkorb abgebildet ist, wo magische Dinge rausquellen. Okay. Ja, die kommt dann auf euch zu. Ja. Hallo. Guten Tag, hi. Die Dame. Tag. Ich komme ein bisschen irritiert. Xu. Gesundheit. Hallo. Hi. Dich hat man. Hier ist das Schreiben. Du bist der Typ von dem Datenchip, ne? Ja. Genau. Genau. Ja. Okay, hi. Hallo, schön dich, wie auch immer du heißt, kennenzulernen. Sie grinst. Er lächelt, zurück. Standst du jetzt bei uns vor der Tür und hast um Asyl gebeten, oder wie war das jetzt hier? Ich hab den Datenchip mitgebracht und dann hieß es, kommst jetzt mal mit und nicht hier, nachdem wir irgendwie irgendwelche komischen Typen abgehangen haben. Achso, ja, ich bin Jojo. Ja, meinen Namen kennst du ja schon und ja, hallo Jojo. Okay. Sascha wollte auch gleich kommen. Sascha? Ah ja. Smilov. Ja. Entschuldigung. Ich hab gerade gemerkt, dass ihr schon los seid. Ey, Jojo, du hast ja deine Erinnerungsprobe übelst gut bestanden. Das ist der Typ von der Anti-Matrix-Piraten-Dingsda-Zeitschrift. Weißt du noch, wo der Vater so voll drauf abging von dem Typen, den ihr abgesägt habt? Ja. Der gut. Name kam mir bekannt vor. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst.
Echt? Er kam mir bekannt vor, ich konnte ihn aber nicht zuordnen. Na ja, gut. Weil du sogar einen Wodka trinkst, das sehe ich ein. Oh. Die weiß auch alles. Super Brain. Ich mache, wie hieß er, Krushak oder so zu Krishan und ihr glaubt mir alle. Weil ich so viel weiß. Wir nehmen das einfach hin. Wir haben da einfach kein Problem mit. Unsere Welt ist dehnbar. Okay. Aber wenn du so viel weißt, woher kommt dieses Comic? Welches? Das was ich einer. Ja, ja. Ich bin mir immer noch relativ sicher, dass das aus dem Run kommt, mit der Reporterin noch aus dem ersten. Das könnte sein, oder es ist aber die von der war die Hackerin nicht auch Orc oder so? Nein. Erstens hat es das Comlink weit vor der Hackerin, zweitens gab es im ersten Run keine Orkin. Ich meine schon. Nein. Okay, dann bin ich auch falsch. Es ist einfach da und das ist von irgendeiner Orkin. Und wenn ich mal ganz grob die Wasser testen müsste, würde ich ja immer noch vermuten, es kommt von Destiny. Das war eine Orkin. Ich dachte, das wäre ein Troll. Wolltest du nicht eine Orkin damals, die dann Dings macht? Ist ja auch völlig Banane. Du hast halt einen scheiß Comling und keiner weiß, wo es herkommt. Aber Hauptsache, es ist da. Es hat sich einfach materialisiert. Und es hat Ork-Sticker oben drauf, damit man weiß, dass es eine Orkin ist. Das ist es nämlich, genau. Juti. Möchtest du eine Wurst? Nee. Ist auch total, ist auch alles vegetarisch. Wann interessiert mich das? Ich hab keine Ahnung. Was weiß ich? Nee, immer noch nicht. Na gut. Gut. Sascha wollte sich auf jeden Fall gleich in 2 Minuten mit uns hier treffen. Dann ist ja gut, aber einen Kaffee kann ich mir schon mal holen. Gehen bis gleich. Das könntest du tun, ja. So. Möchtest du auch einen Kaffee? Dann schicke ich dir noch eine Nachricht, dass er mitbringen soll. Wäre gut, ja. Kaffee ist immer gut. Ja, auf jeden Fall auf das ganze Bier. Mein kleinen Körper. Du musst noch viel lernen. Muss er noch viel lernen oder viel lehren? Weiser Mann im Osten sagte mal, du musst mehr trinken. Milch, Zucker? Ein bisschen Zucker, ja. Milch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, sie besorgt es. Ist ja kein Problem. Aber ich verstehe nicht, warum du kein Bier mehr trinken möchtest. Bier ist lecker. Ich bekomme Kopfschmerzen von zu viel Bier. Wenn, dann braucht man Schnappes. Sauerkirsche, so so. Jo, was trinkst du denn? Stellt Xu einen Becher vor die Nase und hat selbst auch einen. Danke. Und nimmt den Kaffee so entgegen und fängt dran, langsam zu nippen und sagt, ah, heiß. Ja, kalt kann man den noch nicht kochen. Ist aber verdammt heiß. Du lügst doch. Nicht wirklich. Meiner ist heiß. Sind nicht die Rauchschwaden? Naja. Aus irgendeinem Grund muss Juli ihren Kaffee kauen. Mysteriös. Was? Hast du nicht dieses Kaugeräusch gehört? Mein Essen war heiß. Also. Als ihr euren Kaffee halb leer habt und damit 10 Minuten zu spät, kommt Sascha Smirnoff. Also,
kommt so ein Zwerg. Er trägt einen Schlapphut. Er hat einen wunderschönen Walross-Schnurrbart, der wirklich, wirklich in puncto Dichte jeden Mann neidisch machen würde. Der ist doch künstlich. Sagt Jojo nicht. Hey, sie. Das schickt sie Kaban. Nee, so, hey, sie. Wer, ich? Wollen sie ein Haar kaufen? Sagst du das zu ihm? Ja, warum nicht? Ich mach das. Eiskalt. Eins, zwei, drei kleine Flattermäuse. Ausgezeichnet. Okay, ich hol mir fix einen Tee. Kein Problem, Graf Zahl. Kommt zurück mit einem leckeren Tee. Guckt euch kurz an. So, Xu weiß ich. Ihr beiden, ich müsste mal kurz hier ein Tattoo oder sowas sehen. Er kriegt ein Tattoo. Okay, dann lass er mal ein Stück gehen. Also, das Ding ist folgendes. In einem dieser Bereiche, wo die Polizei jetzt Zäune hochgezogen hat, haben sie einen Knoten sichergestellt, der noch sendet. Die denken, man weiß das nicht und wollen da irgendwas überwachen und damit den Rest der IC-Brecher zerbumsen. So. Die haben noch nicht das Wichtigste an dem Teil bemerkt, deswegen muss er jemand zerstören. Das wäre dann ihr. In diesem abgedingsten Gebiet kommen eigentlich nur Leute rein, die da wohnen. Es sind auch relativ harte Kontrolle und die haben halt, wie gesagt, Zäune errichtet. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar Undercover-Cops haben, weil sie haben nicht nach außen hin deutlich gemacht, dass sie den Knoten gefunden haben und kann sein, dass sie ihn innerhalb dieses kleinen Teils vielleicht verschoben haben oder so, keine Ahnung. Aber es soll auf jeden Fall nicht auffallen, dass er da ist. Das Ding ist, eigentlich sollte mir Nietzsche ein Programm geben, mit dem man den quasi orten kann, so auf 2 Meter genau. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Hat sich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Ich vermute, mit ihm ist die Paranoia durchgegangen. Auf jeden Fall, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr zu ihm. Ich habe noch seinen letzten Standort. Ich kann da nicht näher ran. Also, irgendwo dort muss dann auch noch der andere Scheiß an Technik sein, den die Polizei sichergestellt hat, wenn ihr den mitnehmen wollt. Für die IC-Brecher ist das nichts Relevantes, wenn er es verhökern wollt, wenn er sein Chip und alles. Also ich denke mal, in Einzelteilen kann man das dann besser verhökern, aber könnte schon was rausspringen. Und wenn das erledigt ist, dann kann man sich einigen. Also nicht mit mir, ich habe da nichts zu tun, aber kann man sich einigen auf Zukünftiges und so weiter. Moment, also Knoten in dem abgesicherten Bereich. Nietzsche ist aber nicht da. Der hat sich jetzt gerade, keine Ahnung. Du meinst, der hat sich irgendwo verschanzt. Der will aber, dass der Knoten da rauskommt. Was soll er denn machen? Der ist ja okay, ist aber nicht bereit, uns ein Programm zu geben, um das zu finden. Doch, da war er. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich vermute mal ganz stark, dass er sich zurzeit nicht in die Matrix trauen kann und ich da nicht hin will, weil... Ah. Ich will so wenig wie möglich persönlich irgendwo hinlaufen, wo ich denke, dass meine kurzen Beine sich nicht wegbewegen können. Aber wenn der das irgendwie schickt, Gott ist nicht auf seiner Seite. Das nimmt ihm die Sache irgendwie übel, Messer. Immerhin haben wir ihn alle umgebracht, aber er hat's damals gesagt und das finden die echt scheiße. Und ein Kurier, keine Ahnung, vielleicht traut er keinem. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber uns sind vorhin 2 Typen gefolgt oder ein Auto. Wir haben das Abzeichen gefolgt. Das sagst du mir jetzt, Alter! Er guckt sich etwas panisch um. Wir haben sie komplett abgeschüttelt, also
Die haben mir irgendwie eine seltsame Nachricht geschickt, also ich weiß auch nicht. Okay, eine Nachricht. Spiel ich ab. Na, für mich klingt das so, als hätte sich da jemand verabredet, dass er jemanden hinterherfährt, zu wo auch immer hin und euch verwechselt hat. Das dachte ich auch, aber naja, man weiß ja nie. Wenn das was an... habt aber, also keine Ahnung, ich würde aber trotzdem über die Knoten drüber gucken, nicht, dass da jetzt irgendein komisches Programm drauf ist, ich habe keine Ahnung. Okay. Also ich meine, man sollte sich schon umgucken, keine Ahnung, vielleicht so sowas. Glaub mir, ich bin paranoid genug, aber so, uns ist wirklich niemand gefolgt, wir haben noch nach irgendwie Peilsendern geschaut, also an uns sollte jetzt nichts sein. Bin auch noch dann einmal um den Block nochmal gefahren. So, eigentlich. Keine Ahnung, Alter. Mit mir hat's nichts zu tun. Ja. Vermute ich. Und die sind ja auch euch, ja, keine Ahnung. Und guckt ja, wenn die nochmal auftauchen, dann müsst ihr euch was einfallen lassen. Keine Ahnung. Eben, aber ich glaube nicht, dass es alles easy. Ja. Solche Typen tauchen immer wieder auf. Was für Typen tauchen immer wieder auf? Klebt jemand am Arsch oder was? Ja. Wer? Ich weiß nicht warum, aber früher sind mir schon immer, sind vor 2 Jahren sind mir schon mal so seltsame Typen gefolgt, aber das kann auf keinen Fall was damit zu tun haben. Ich bin so weit weg von denen, wie es nur irgendwie geht. Darüber unterhalten wir uns gleich aber nochmal genauer. Mal machen. Okay, das ist der Ort, wo er zuletzt wart. Ihr wisst alles. Ich bin weg. Jo. Ciao. Du Scheiße. Schöne Schlapphüte. Gleichfalls. Ja, dann mach's gut und pass auf dich auf. Ja, Mann, fuck halt am Arsch. Scheiße, Junge. Drecks. Ihm klebt etwas Speichel am wirklich schönen Walrossbart. Der muss fake sein. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, packen wir es und fahren doch erstmal wieder. Wer klebt dir am Arsch und warum? Ich habe das früher mit einem nicht so gut gelaufenen Run zu tun, aber das ist jetzt schon Ewigkeiten her und ich glaube, und ich bin seit einem halben Jahr jetzt in Moskau und habe niemanden mehr von diesen Typen gesehen, also eigentlich dürfte da nichts damit zu tun haben. Von was für Typen sprechen wir hier? Sprechen wir hier von Konzerntypen? Sprechen wir hier von Syndikatstypen? Konzerntypen. Welcher Konzern? Renrako. Hat hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wenn ich hier so umschaut. So, ja, und nach einem Unwichtigen wie mir, glaub nicht mehr, dass die nach so jemanden suchen. Kommt drauf an, dass du verkackt hast, aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, Renrako hat hier tatsächlich nicht viel zu melden. Deswegen bin ich ja hauptsächlich hier. Mich ein bisschen den Kopf unten zu halten und, naja. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die auf jeden Fall wiedersehen werden. Also irgendwie, wenn mich jemand verfolgt, die sehen immer wieder. Du sagst mir, du hast seit einem halben Jahr nichts mehr mit den Typen zu tun. Sagst mir aber jetzt, du hast das Gefühl, dass wir die wiedersehen werden. Werde die wiedersehen. Also, okay, plurales Majestatis, ich verstehe, sie zwinkert. Ja, ich habe noch ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, deutet auf sein Übersetzungsprogramm, aber
So, ich gehe nicht davon aus, dass es was jetzt direkt mit mir zu tun hat, aber ich habe festgestellt, wenn man verfolgt wird, dann sieht man die Leute, die einen verfolgen, so oder so irgendwann wieder. Und wenn es irgendwie nach 10 Jahren ist. Das will ich damit sagen. Nicht okay. mehr. Gut. Also, ich glaube, ich bin einfach mal der Meinung, dass die Leute, dass das relativ uninteressant war, beziehungsweise wie wir die abgehängt haben momentan. Wir also relativ safe sind momentan. Wollen wir? Na, würde ich auch sagen. Weil wir müssen ja immer noch mit unserem neuen Freund reden und eventuell da was abholen. Jo. Sollten wir machen. Naja. Wieder in meinem. So. Verbundlich mit Kaban, ja, wenn. Ja, ich komme mit, genau. Was? Entschuldigung, wo geht's jetzt hin? Wo wolltest du jetzt hin? Nee, wir wollen erstmal hier weg, weil hier ist komisch, sich zu unterhalten. Ja. Und zum anderen müssen wir noch unseren Freund treffen, richtig? Unseren. Ja. Gut. Unseren Eisdielenbesitzer. Genau. Und wenn wir den getroffen haben und lecker Eis essen. Und das klingt irgendwie falsch. In dieser Metapher. Egal, du weißt, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn wir dann quasi alles haben, was wir brauchen, dann können wir ja weitermachen, denke ich. Hat er uns eigentlich gesagt, welches, also Ote jetzt, welches umzäunte Gebiet, weil Ich habe ja gesagt, hier habt ihr, das ist einmal der Ort, wo Nietzsche war, ist und okay. Einmal das Gebiet, um das es geht. Was ist denn das für ein Gebiet? Jojo, guck mal. Das Donskoi natürlich, wollte euer Kärtchen haben. Ich möchte wissen, was von Donskoi? Hä, wie, was von Donskoi? Muss ja offensichtlich dort liegen, wo früher mal die IC-Brecher ihr Turf hatten, sag ich mal. Jetzt ist meine alte Karte woanders, aber dort halt. Nordwesten muss das, glaube ich, gewesen sein. Also, ich glaube, das war ein normales Zielgebiet. Ja. Okay. Gut. Dann... Du kennst den Typen, nehme ich mal an, wenn du jetzt enger mit denen bist, oder? Sagt sie in Richtung Xu. Ja, ich habe schon ein paar Mal mit ihm geredet, aber jetzt, dass ich ihn gut kenne, ist jetzt, nicht... Du hast öfter mit ihm geredet als wir. Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Okay, dann... Ja, wir können gerne dahin fahren. So. Ja, aber sonst fahrt ihr doch dahin und ich guck mal, was ich mit dem Gebiet schon mal machen kann, weil rein und müssen wir da ja so oder so. Eben. Ja, hör dich mal um. Dann fahren wir zum Chefe. Jo. Gut. Jojo. Zuerst. Du wirst angehalten auf dem Weg durch Bratjevo. Von dem Bullerose an so einer Stelle, wo so ein paar Leute rausziehen. Mhm. Die beiden kommen mit Hand an der Waffe auf dich zu. Mhm. Was wird denn das hier? Hä? Ist doch alles in Ordnung. Verpiss dich zurück nach Norden. Alles klar. Ich drehe um und fahre. Ich habe jetzt keinen Bock auf Ärger mit den Bullen. Das finde ich vernünftig. Waren auch echt viele. Ja. Sehr schön. Ihr anderen beiden. Okay. Ihr fahrt nach. Es wird auch ein. Doch. Das ist in Bratjevo. Das ist 2 Straßen weiter von Brutstorf. Mhm. Aber es ist noch 2 Straßen weiter. Ach, Brut ist der Beste. Ja, Brut ist der Beste. Und der muss ja jetzt auch mit der Situation umgehen. Die Bullen wollen bestimmt alle drauf auf seine Mädchen und wollen ihn bestimmt nicht bezahlen. Der hat auch Ärger. Jo. Auf jeden Fall los. Es ist ein Model mit recht kleinen Zimmern. Die Kameraüberwachung ist, also das ist eins mit Privatsphäre quasi. Und ziemlich schäbig.
ziemlich billig. Aber Satellitenablink, der sieht aus wie neu. Mhm. Ja. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, sind wir auch. Stelle ich das Auto auf dem Parkplatz oder sowas? Vor dem Motel, was auch immer. Ja, ja. Geh dann Richtung Tür oder Eingangsbereich. Oder wo man sonst auch da normalerweise hingeht. Wenn man es gibt sogar noch einen Rezeptionisten. Es ist ein Elf, der sehr geschniegelt aussieht. Sehr fein geschnittene Gesichtszüge. Oh Gott, Elfen. Da will sich aber jemand seinen Bonus-Karma verdienen. Er trägt eine Plastikblume in seinem schulterlangen Haar und hat wirklich äußerst akkurat gefeilte Fingernägel. Der Typ passt ungefähr so gut in dieses Model wie ein Stück Hundescheiße ins Adlon. Kenn ich den? Nö. Das ist halt, also wenn du kurz über die Matrix guckst, dann scheint das einer der Mitarbeiter zu sein. Auch schon echt lange. Also der ist nicht ganz zufällig plötzlich dort, sondern lange. Okay. Dann gehe ich irgendwie normalerweise da durch und gehe direkt. Nee, du, dann melde ich mich an. Das hätte ich mir dazu erwähnen sollen. Eigentlich war der Chef ja immer in Donskoy in deren TÜV. Das ist jetzt tatsächlich eher so eine Untertauchsverschanzungsaktion, wo er mal in einem anderen Stadtteil ist. Und in der Zeit, in den letzten 2 Monaten mindestens, war es auf jeden Fall dann nicht mehr bei ihm. Das war halt vorher die Monate, wo du ihn da noch gesehen hast. Da mussten sie ja auch schon ein bisschen untertauchen, aber es scheint jetzt wichtiger wohl zu sein. Okay. Melde ich mich an der Tür oder? Naja, du gehst halt zur Rezeption. Das passt schon. Du weißt ja. Gibt's irgendwie so ein Standardprozedere oder? Zimmernummer hat. Nee, gibt's noch nicht. Okay. Ist jetzt völlig neu, aber du hast die Zimmernummer bekommen. Mhm. Dann, würde ich sagen, machen wir uns langsam Schrittes Richtung Zimmer. Entschuldigen Sie, wo möchten Sie hin? Wir wollen mit. Wie hieß er? Nietzsche, aber das wird wohl nicht der Name sein, mit dem er sich angemeldet hat. Weiß ich die Zimmernummer von ihm? Zufällig? Ja, diese 143. Wir wollen das Zimmer 143. Oh, Entschuldigung. Der Gast möchte nicht gestört werden. Ich könnte kurz durchklingeln, wenn ich Ihren Namen vielleicht... Das wäre gut. Ja. Wen darf ich anmelden? Den Herrn Song. Ach, vielen Dank, gut. Song. Mhm. Ja, eine Sekunde bitte. Da scheint jetzt keiner ranzugehen. Ich vermute wirklich, der Herr möchte nicht gestört werden. Der hat ja auch sehr großen Wert drauf gelegt. Deswegen muss ich Sie leider vertrösten. Ich werde ihm eine Nachricht hinterlassen und wenn er sie dann abrufen will, kann er sich ja einfach bei Ihnen melden vielleicht. Oder ich glaube, wir Bescheid. Warten. Sie möchten mich, warten, natürlich sehr gern. Kann ich Ihnen vielleicht etwas zu trinken oder etwas, einen kleinen Snack anbieten? Gerne. Ich bräuchte nichts. Aber mein Begleiter vielleicht. Was möchten Sie denn gern? Ein Bierchen nehme ich wohl gerne. Ein Bier, natürlich, wir haben eine breite Auswahl. Er wird dir kurz die AR-Sache, wählen Sie sich einfach was aus, geben. Es ist halt der schmodderigste Schmickschmack, den du je gesehen hast. Haben Sie Stalinbräu? Das Stalinbräu ist natürlich das Edelste, was er dort kriegen kann. Das kann nicht das Edelste sein. Aber wobei, ich sag mal, kommt's doch. Es gibt halt Stalinbräu, Stalinbräu-Cola, Stalinbräu-Himbeer und Stalinbräu-Avocado, so in die Richtung. Dann nehme ich natürlich das normale Stalinbräu, das Richtige halt, das Originale, das Gute. Das schmeckt. Sag mal, ist es einfach schon dein drittes Bier, was du heute getrunken Vierte. Hast? Wie war denn das im letzten Monat eigentlich so? Hat es da auch immer gut geschmeckt? Naja, ne? Willst du mir vielleicht mal doppelte Willenskraft hinlegen? Ach, schon wieder? Das heißt schon wieder. Ja, machen wir doch mal gleich.
Easy peasy. Sehr willenskräftig. Mit dir machen einfach Abhängigkeitswürfe übel keinen Spaß. Ich würfe das ab jetzt für dich. Und ich nehme mir den Wurf, der passt. Ach nee, wenn du weiter so säufst, dann gebe ich dir einfach immer weiter Mali, das passt schon. Cutie. Aber es passt doch auch so gut. Ich finde, das passt gut zu Kaban. Es macht doch im Spiel richtig viel Spaß. Aber es muss ja sein. Es macht schon ein bisschen Spaß im Spiel. Also, du wirst da deinen Snack verputzen. Dein Snack besteht in sich selbst erwärmenden widerlichem Zeug. Das muss noch von der Zeit sein, als Aztec wegen der Krise seine Nahrungsmittel mit Katzenpisse aufgefüllt hat oder sowas. Schmeckt richtig lecker. Und dann wartet ihr da so, keine Ahnung, 20 Minütchen. Ändert sich jetzt an der Situation aber nichts. Dann widme ich mich langsam dem Glücksspiel. Und gehe in die AR. Ich sag mal, es stellt sich raus, dass du heute leider eine Pechsträhne hast, aber morgen wird das auf jeden Fall besser. Obwohl, was heißt morgen? Du hattest jetzt eine richtig lange Pechsträhne, ja auch schon die letzten Tage. Eigentlich muss es ja sofort kommen, dass es gleich passiert, dass du gleich richtig absahnst und eigentlich wäre es ja jetzt dumm aufzuhören. Ich meine schon, die Statistik sagt dir, dass es gleich nach vorne geht und zwar in riesigen Schritten. Soll dir gar nicht möglich sein, so oft hintereinander zu verlieren. Das stimmt nämlich. Gleich noch eine Runde. Ich sag mal, du hast ja dafür, den Chip abzuliefern, Geld bekommen. Da kann man ja mal reinvestieren in die Zukunft. Ich glaube, es ist weg. Sehr gut. Ah. So eine Glücksspielabhängigkeit, die ist ja eigentlich dazu da, um Micromanagement, um das nicht machen zu müssen. Weil man kann sich das Geld, das man sich aufschreiben müsste, direkt halt einfach wieder abziehen. Das passt schon. Ja, das ist, so läuft das nämlich. Ja. Das Gute ist, das macht einfach deinen Körper nicht so schnell kaputt. Wie andere Dinge. Ja, aber du verlierst schneller Geld. Alkohol braucht eine ganze Weile, bis er dich körperlich kaputt macht. Solaisen hat gerade 650 Nguyen verloren. Ja, ja. Das war mir schon klar. Erst mal versaufen. Kriegst du hin? Wie lange wollt ihr denn warten? Naja, ich würde so quasi irgendwann so doch mal hingehen und fragen und das würde ich dann so im 10-Minuten-Takt machen. Ja, entschuldigen Sie, ich kann Ihnen wirklich nach dem vierten Mal nicht helfen, wenn der Gast nicht gestört werden möchte. Dann tut es mir leid, aber dann kann ich ihn ja auch wohl nicht dazu zwingen. Das ist leider richtig. Aber Sie könnten ihm auch einfach, Sie könnten uns auch einfach durch diese Tür lassen, da, dann gehen wir einfach nach oben klopfen, einfach mal kurz. Nein, das kann ich nicht. Das können Sie doch. Sie wohl. Sie müssen noch Ihre Hand dazu bewegen und sagen, das sind nicht die Droiden, die Sie suchen. Und auch das würde dann nicht funktionieren, bitte. Wenn ich Sie mag Ihren Filmgeschmack, gehen aber... Sie. Ich hole meinen Comlink raus und rufe bei Cheng mal an. Der hat mir ja vorhin seine geänderte Nummer gegeben. Ja. Ist das nicht geil? Hallo? Doch, aber wir stehen gerade bei Nietzsche vor der Bitte und wir sollen da irgendwas abholen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo ist der überhaupt? Okay, dann vergiss es, sorry. Du weißt, wo der ist? Glaube ich. Oder so wurde es mir mitgeteilt. Also, dann tut mir leid, dass ich dich beerdigt habe, sorry. Wo? Wenn er es nicht dir sagt, dann... Nee, mir leid. Der hat sich echt lange nicht gemeldet und wir brauchen den. Der hat die ganze Sache angeleiert und wir haben das Haupt irgendwie zusammengestückelt, dass es jetzt so funktioniert, aber wir brauchen ihn auf jeden Fall irgendwie. Also hast du lang keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt? Ja. Und wir stehen gerade vorm Hotelzimmer, wo er nicht da ist. Gib mir das Hotel. Wir gehen jetzt rein, ich leg auf.
Wir gehen jetzt da hoch. Mir egal, was dieser Fatz gesagt. Entschuldigen Sie? Ruhe. Moment. Warum gehen wir da jetzt rein? Niemand weiß, wo er ist. Niemand weiß, wo Nietzsche ist. Und er ist garantiert auch nicht in diesem Hotelzimmer. Okay. Wenn der garantiert da oben nicht ist, dann müssen wir da ja auch garantiert oben nicht hin. Ich möchte wenn wir hierhin... protestieren. Sie ja, warte, wir gehen, erstmal vor die Tür. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht unbedingt vor was auch immer für einem Wesen da ausdiskutieren. Und ich gehe raus. Rassist! Mein Kollege ist etwas aufgebraucht. Er möchte das wahrscheinlich... War das nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Er ist zum Glück schon aus der Tür raus. Er schenkt Carbon ein gewinnendes Lächeln, richtet kurz seine Frise. Es tut mir leid, vielleicht können Sie Ihren Partner etwas beruhigen. Bestimmt, es geht halt um... Ich kann Ihnen da wirklich nicht helfen und ich sehe mich natürlich sonst gezwungen, die sehr viel Beschäftigte und deswegen auch sicherlich sehr angespannte Polizei zu verständigen. Nicht wahr? Nein, das ist... Sie verstehen das falsch. Er und sein Partner haben sich gestritten und wir wissen jetzt, dass er hier wahrscheinlich hier oben ist, also wir vermuten es und das ist sehr schlimm, aber kein Grund, einen armen Hotelfachmann über die Maße zu behelligen. Ich gehe. Das ist. Komm nochmal kurz. Du brauchst gar nicht. Ich bleib da erstmal. Also das Problem ist, mein Freund, der ist halt ja emotional sehr aufgewühlt und deswegen ist es halt sehr schwierig für ihn gerade, das aus, also seine Emotionen zurückzuhalten. Deswegen, es war gar nicht so gemeint. Es ist alles gut. Es wäre nur vielleicht. Würfel mir mal bitte überreden. Oh ja! Wupp. Überreden habe ich, glaube ich, gar nicht, hä? Richtig, da war ja was. Doch, hattest du das nicht mittlerweile auf 1 oder so? Überreden? Ja. Bist du bekloppt? Entschuldigung. Überreden braucht man nie. Stimmt, das sagt der Spielleiter immer. Nein, ich sage, verhandeln braucht man nie. Das hat er aber noch nicht gemerkt. Allein dafür hat es sich gelohnt. So, Jojo, noch so ein Ding und die Bullen nehmen dir die Schiene weg und verprügeln dich. Eiskalt. Ich bin halt sehr, sehr, sehr überzeugend. Ich mochte deinen Versuch wirklich, aber er lässt sich nicht erweichen. Schade. Aber ich dadurch, dass du auch guten Willen gezeigt hast, wird er jetzt nicht sofort die Cops rufen. Aha. Ja, wenn ich dann merke, dass mein lieber aufbrausender Freund wieder reinkommt, dann gehe ich auch. Ich gehe mal kurz raus und beruhige ihn. Sonst schiebt er hier noch gleich eine Nummer. Und dann gehe ich halt auf ihn zu und gehe mit ihm wieder raus. Das kann doch nicht wahr sein. Ruhig. Also, wenn er da ist, also ich habe gerade erstmal dafür gesorgt, dass der Portier nicht die Bullen ruft. Alles ist gut. Ach, sorry. Ich hoffe, dass er nicht die Bullen ruft. Die Sache ist, warum glaubst du, dass der da ist oder warum er nicht da ist? Wir wissen ja sozusagen, dass er hier sein müsste, aber du siehst jetzt sogar die Satellitenschüssel da oben. Also, oder Satellitenschüssel? Ja, ne? Egal. Auf jeden Fall, er müsste hier sein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber niemand weiß, wo er ist. Kannst du dich an dieses Kabel von der Satellitenschüssel hängen? Ich bin kein Decker, also, aber ich kann mal versuchen, irgendwie anders ranzukommen. Ich guck mal, was ich dabei habe. Es reicht ja, wenn du da dich ranhängst und dann einfach nur ausstrahlst, wer du bist. Und zwar übelst heftig. Kommen wir überhaupt an diese Satellitenschüssel ran oder hängt die du irgendwie bist der Drohnenrigger. 15 Meter über dem Boden? Ich habe jetzt nur diese eine Angriffsdrohne, also ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt so... Ich glaube, für das, was Daddy vorschlägt, auch wenn du mir das gleich nochmal genauer erläutern müsst, was du meinst, ihr habt bei der elektronischen Kriegsführung, ihr könnt das mit euren Comlinks auch als Team machen. Was willst du genau? Ich will quasi mich in seine Verbindung ein... Also ich will sie
gucken. Du willst das Satellitending nutzen, okay. Ja, genau, um ihn halt quasi als Überbrückungsstelle nutzen. Genau, und wenn er nämlich dahinter sitzt, auf der physischen Seite dahinter, also nicht, also auf dem Boden, dann wird er wohl feststellen, dass da irgendjemand rein will. Und wenn wir dann sagen, wer wir sind, ganz offensichtlich so, dann ist es ja auch so ein okay, dieser Idiot will da rein. Mhm. Das geht dann aber schon eher in Richtung Hacken. Ja, das ist so eher so ein Anklopfen quasi. Ich wollte ja auch eher auf dem physischen Weg da rein. So quasi Kabel ziehen und in die Drohne stecken lassen und hier. Ey, Alter. Okay. Du hast jetzt kein Internet mehr, solange bis du nicht mehr mit uns redest. So. Okay, so eine Drohne habt ihr vielleicht nicht dabei. Nee, aber wir können ja vielleicht quasi was improvisieren. Wenn ich ihn nach oben schmeiße, wie hoch muss ich ihn werfen? Nein. Oh. Aber er ist klein. Ja. So klein jetzt auch nicht. Und dennoch. Nein. Ärgerlich. Wie hoch ist denn diese Satellitenbrücke? Wie hoch ist denn so ein Model? Es darf schon eigentlich 5 Stockwerke haben, ne? Locker. Es ist kein für Trolle nettes, aber es ist halt trotzdem eine gewisse Deckenhöhe, also hoch. Ah, okay, und der sitzt wahrscheinlich ganz oben. Wieso? Naja, wenn er jetzt im ersten Stock sitzen würde oder im zweiten, dann könnte man da immer noch da, ne, mit dem Auto ranfahren, hinten draufstellen, dann Räuberleiter und dann. Ihr habt die Zimmernummer, was hatte ich gesagt? 200 oder 100 Stotzen? 123, glaube ich. 123, dann muss es ja eigentlich der erste Stock sein, die haben eine ganz komische Aufteilung. Naja, dann gucken wir, wo vermutlich am nächsten diese Satellitenschüssel dran ist und da wird er sich vermutlich dann sein Zimmer haben, oder? Nee, die Satellitenschüssel, die kann ja überall, die kann ja auch senden. Die ist ja nur ein Verstärker, also die braucht ja kein Kabel letztlich. Wie machen wir es denn? Wir drehen die einfach um, nach unten, dann hat nämlich weiß Empfang. So, das ist ganz einfach. Und dann legst du da an die... Aber der Uplink ist halt schon auf dem Dach, ne? Der ist halt nicht im ersten Stock. Und wir haben die ja gesehen, schade eigentlich. Ja, man kann mal aufs Dach gucken. Am Dachrand. Haben wir Steinchen? Fang! ihr habt irgendetwas Werfbares, ja? Ja, kennst du das, wie so verliebte Pärchen das machen, an die Fensterscheibe werfen? Das kenne ich nicht. Aus Filmen. Auch, ich weiß nicht, welche Filme während, du guckst. Während Kaban nach Steinen schaut, laufe ich einfach mal um das Motel rum und schaue mich mal, vielleicht sehe ich irgendwie einen Hintereingang oder sowas ähnliches. Es gibt noch einen Notausgang hinten, aber der ist dann halt alarmgesichert und so. Wobei, ihr habt ja auch beide Hardware, ne? Also wenn man es nicht verkackt, kann man den schon benutzen. Gibt da ja auch keine Kamera. Der ist ja nur, wenn Tür auf, dann Alarm, weil da ist bestimmt Feuer oder so. Sehe ich irgendwie Kameras, die das Gelände irgendwie überwachen oder sowas? Nö. Okay, gut. Winke ich Kaban, der wahrscheinlich gerade nach Steinen schaut. Warum auch immer. Und zeig auf die Hintertür. Ja, ich würde, bei der 136 haben wir gesagt, ne? Bitte was? Ich glaube, es war ursprünglich mal 143, dann wurde es zu 123 und jetzt, 123 hat nie jemand gesagt. Doch, das war ich. Das war Didi vorhin. Nein, niemand. Aber es ist auch völlig irrelevant, denn folgendes. Du weißt, dass es im ersten Stock ist, aber du weißt nicht, welches der Zimmer. Die sind doch beschriftet. Aber nicht von außen. Doch. Aber es gibt einen Flurplan in der AEA. Nein, es ist ein abgeranztes Kackmodel. Wir klopfen einfach an jeder Zimmertür. Von außen. Ja. Mit einer Dose ans Fenster. Bist du's? Nee, Entschuldigung. Bist du's? Klopf mal bei deinem Nachbar.
schöne Brüstchen, aber sie wollte ich nicht. Aber komm die Blumen auch mal her, jedem. Danke, so, nee, so. Wollen wir uns irgendwie am Hintereingang da zu schaffen machen? Oder glaubst du, das würde überhaupt was bringen? Wenn, dann können wir uns auch ein Zimmer mieten, wenn wir da rein wollen. Ich glaube, ich nicht mehr, aber... Naja, wenn wir lieb fragen, vielleicht schon. Wie wär's, wenn wir einfach, wenn der Typ vermutlich Feierabend ist, hat, einfach wiederkommen und dann nochmal probieren? Wäre einfach, glaube ich, das Einfachste machen können. Maybe. Dann müssen wir da einbrechen und nur mit ihm zu reden, würde ich das nicht tun wollen. Ja, würde ich auch nicht. Wir wissen ja auch nicht, ob irgendwie was passiert ist oder. Ja. Eben. Ne, machen wir die Tür auf und das Einzige, was wir sehen, ist eine Leiche. Wäre nicht. Leute, ne? Ihr habt euch ja vorhin kurz angeguckt, wegen dem Typen, während ihr dort arbeitet. Die zweite Rezeptionette, ne? Das ist übrigens seine Zwillingsschwester. Der Wichser. Sie sieht ihm auch nicht ganz unähnlich, aber sie hat keine Blümchen im Haar. Ah, nice. Sehr schön. Sie ist wahrscheinlich die männlichere Version von beiden. Super. Nein, die haben irgendwann mal haben die eine DVD in der Hand gehabt, sie ganz schnell gedreht und dann war Körpertausch, Junge. Ah, das ergibt Sinn. Und Magie und so. Freaky Friday. Ja, es ergibt einfach alles Sinn. Das passiert also bei Magiepatzern. Man wechselt den Körper. Toll, jetzt kann ich das mir als super lustige Mega-Folge machen, wo du mit Kaban aus Versehen Körper wechselst. Danke. Nein, wenn ich den Magiepatzer habe, dann passieren irgendwo, bei irgendwem passiert das dann plötzlich. Und die tauchen dann irgendwann auf und machen uns das Leben schwer. Vlad und seine Ische. Das wäre sehr witzig. Sehr verstörend. Das kannst du nicht wollen. Nee. Bringst du den Spielleiter hier noch auf Ideen? So sind unsere besten Abende entstanden, dass man nur Bullshit gemacht hat. Ich finde allerdings auch, dass ich möchte Vlad eigentlich tatsächlich meine weiblichen Körper sehen. Mal für ein paar Tage. Ja gut, dann macht er das, was jedermann machen würde. Den ganzen Tag nur an sich rumspielen. Naja, die ersten 2 Stunden. Achso, Daddy, auf deinen ersten... Hast du jetzt schon was geworfen eigentlich? Wenn ich grob weiß, an welchen kennst du das? Nein, dann nicht. Okay. Ja, kommen wir dann später vielleicht nochmal wieder. Mama. Jo. Warum geht ihr nochmal nicht durch die Hintertür? Weil der Alarm gesichert ist. Habt ihr nicht, bist du nicht im Rigger? Ja. Ein bisschen Hardware habt ihr doch beide. Das ist richtig. Ja, aber nur ein bisschen. Ja, Mut zum Risiko? Komm, keine Sorge, deine Werte sind vielleicht sogar ein bisschen niedrig, aber bei mir sind die Mindestwürfe ja nicht so mega. Ja. Trau dir aber was, wenn's schief geht, was soll denn dann passieren? Dann ist in dem Kack-Fick-Modell vielleicht Alarm, dann rennt er weg und sagt, Scheiße. Ja, okay. Lass mal eine Wurst essen. Lass mal im Hintergang ein bisschen probieren, würde ich mal sagen. Wenn du das zutraust, kein Problem. Bin mir nicht sicher, aber das kriegen wir schon hin und was soll schlimmsten passieren? Feuerwehr kommt. Jo. Dann mache ich mich an die Tür ran und suche Dinge. Sehr gut. Nee, warte mal, aber jetzt muss man kurz deinen Charakter anlunsen. Aha. Aha. Ja, siehst du, du hast Hardware. Ja, Hardware 1. Mit was? Logik. Frag mich zwar, warum Daddy dir nicht hilft. Ja? Nee, ich würde dir helfen. Ach du, plötzlich ist es ein Teamwork, oder was? Ja, ich glaube auch. Also du machst dich daran zu schaffen, allerdings ist dir das Modell unbekannt, du bist ja noch gar nicht so lange da. Und das, was sie hier verwenden, ist natürlich was anderes als drüben im Osten. Okay.
Es sieht. Kennst du das Modell von diesem Zeug? Klar, das ist ein Security Master 4012B, glaube ich. Okay. Willst du mich mal ein bisschen, kannst du mal das hier halten und dann damit ein bisschen drehen? Nee, du musst das so rum machen. Ah, danke, und was mache ich jetzt damit? Ist vielleicht doch ein C. Ah, okay, ein bisschen schieben vielleicht? Nee, war mal gut. Ich überbrück nochmal zwei Kontakte und hoffe einfach mal, dass es klappt. Also ich sag mal, das war gerade so schön awkward und Slapstick. Also so klappt das auf jeden Fall, Leute. Ich meine, ihr wisst jetzt nicht genau, was von den ganzen Sachen geklappt hat. Das zu reproduzieren wäre sicherlich nicht so leicht, aber der Alarm ist aus, eine Tür steht offen. Läuft doch. Hat doch alles funktioniert. Also so schwer war das jetzt trotzdem nicht. Wahrscheinlich hat nur versehentlich irgendwer draufgesabbert oder so. Das funktioniert deshalb. Die Tür fällt gleich hinter uns ins Schloss und löst den Alarm aus. Oder so, ja. Ja, wir gehen rein und lassen wir die Tür so bald offen, oder? Wir lassen die noch ein bisschen offen, obwohl, nee, die einfach mal zu, passt schon. Okay, dann da, was sehen wir denn so? Dass wir in dem Typen stehen. Das war gerade bei mir ganz kurz weg. Ihr geht einfach erstmal rein, ja, und dann fragst, was ihr seht. Also in das Gebäude meine ich jetzt. Ja, mach okay. Du siehst quasi den, wo kommt man da unten raus? Da wird man dann quasi, rechts von dir ist die Treppe, wo es in die verschiedenen Stockwerke geht. Das ist jetzt das Erdgeschoss. Links gehen Zimmer ab, rechts ist die, so eine Art Vorrats- und Technikraum. Vorne raus ist dann die die Metalltür, wo so Glaseinlassungen sind. Wo dann der Elf davor stünde, der natürlich den Kopf nicht nach hinten dreht. Wozu auch? Vermutlich ist er auch gerade in die AR vertieft. Und ja, rechts geht halt die Treppe hoch dann zum ersten Stock. Ja, dann gehen wir hoch und passe ein bisschen auf Kameras auf, falls irgendwie welche noch im Treppenhaus angebracht sind. Nee, das sind einfach keine. Okay. Dann auf den ersten Stock. Gut. Also. Geht da hoch, da sind verschiedene Zimmer, ganz so viel scheint gar nicht vermietet zu sein. Ihr würfelt bitte mal beide Wahrnehmung sehen, falls das einen Unterschied macht. Mit Intuition natürlich. Sehr gut. Du hast da irgendwas mit Restlichte, die, oder? Ja, hab ich. Sehr gut, weil es ist ein bisschen schummerige Lichter. Restlichtverstärker, jo, hab ich. Ja, sehr gut. Kaba, Deli, du hast ja nur einen Erfolg bei Wahrnehmung. Deine Zeit muss echt vorbei sein. Er wird alt. Ey, Kaba wird nicht alt. Er ist nur einfach angedüselt. Etwas. Das letzte Bier hatte etwas ein bisschen vielleicht. Die Bier waren ja alle okay, aber das letzte war schlecht, aber irgendwas drin. Eben. Also. Für gewöhnlich kann ich noch drei mehr trinken. Ihr geht auf die Tür zu. Kaban positioniert sich fast, bevor Xu ihn vermutlich irgendwie aufhält, so, dass er den Bewegungsmeldor auslösen würde. Vorsicht, der ist unten fast unsichtbar angebracht ist. Bewegungsmelder. Das war ärgerlich. Was war denn der da? Ja, ich gehe davon aus, irgendwie Einbrecheralarm, keine Ahnung. Warum auch immer der da ist, ja, er ist da. Dann schalt ihn doch mal aus. Oder überbrück den oder so. Kann ich das so einfach, oder? Jetzt eine Off-Game-Frage. Du kannst den Hardware-Technisch auf jeden Fall irgendwie. Ihr beide könnt das zusammen bestimmen, aber du musst halt erstmal rankommen, um ihn auszulösen. Und da musst du schon ganz gut schleichen. Das ist nicht das Trivialste aller Dinge. Kann nicht umgehen.
Wenn du bei Nietzsche rein willst, nicht, nee. Der ist halt direkt dort an der Tür. Der sieht auch nicht aus, als wäre er vom Hotel angebracht worden. Dann versuche ich mein Glück und versuche den zu deaktivieren. Sehr gut, dann zeige ich mir erstmal Schleichen. Schleichen plus? Geschick. Wenn ich ihn unterstützen möchte, muss ich ja quasi mit, ne? Da musst du auch, ja, aber beim Schleichen könnt ihr euch natürlich nicht unterstützen, auch wenn es bestimmt sehr witzig wäre. Dann schleiche ich halt mit. Okay, nach 2 Minuten des unheimlich langsamen Fortbewegens, denn wenn das Ding auf Wärme basiert, dann könnt ihr euch vielleicht in einer Minute mal einen Schritt bewegen, ganz langsam. Wenn überhaupt. Seid ihr an dem Ding angekommen. Gut. Okay. Kenne ich das Modell? Also mit Bewegungsmeldern hat das echt noch nicht so viel zu tun. Aber ich meine, bei dem Schloss hat es ja auch geklappt. Was wollt ihr denn? Wollen wir das nochmal irgendwie gemeinsam probieren? Ich habe nicht so viel mit Bewegungsmeldern. Ja, Dito. Ich hole meinen Schraubenzieher raus und gucke mir die mal kurz an. So, da oben ist die Schraube, die müssen wir wahrscheinlich jetzt erstes losmachen. Dann müssen wir die Decke abnehmen, denke ich. Aber damit können wir schon in den Bewegungsmelder. Das heißt, wir müssen langsam das abnehmen. Weil sonst lösen wir wahrscheinlich den Melder aus schon direkt. Ja, habe ich auch irgendwie das Gefühl. So, und wenn wir dann quasi dahinter ist wahrscheinlich der Schaltkreis. Und dahinter steht dann wahrscheinlich, was das für ein Schaltkreis ist, weil das Gehäuse sagt mir gar nichts. Mir auch nicht bekannt vor, könnte irgendwie ein australisches Baumarkt sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir schauen mal, das klappt wohl. Ja, so, wir nehmen quasi die Abdeckung ab und läuft. Ja, sehr gut. Vielleicht sollten wir gemeinschaftlich einen Erfolg, ja? Ja, beides zusammen, 1 und 1. Dann nehmen wir das ab, ganz leise, langsam. Und wir sollten vielleicht da ein bisschen drehen, oder? Nee, guck mal hier, wenn du nämlich diesen Kondensator siehst, der lädt nämlich hier diese Überbrückung auf und dann diese Überbrückung, wenn wir das nämlich da drehen, würde das auslösen, weißt du? Bist du dir sicher? Nee. Aber ich habe so einen ähnlichen Schalter mal in einer Drohne gesehen, die quasi ihre Abstandsmesser damit gemacht hat. Das war ähnlich aufgebaut. Ja, das könnte wirklich sein, aber was ist das? Zeigt auf irgendwas Rundes, Glattes. Das ist eine Batterie. Ja, ich meine nicht das, sondern das. Zeigt ein kleines Stückchen daneben. Ach so, kenn ich nicht. Immer so ein Bauteil gesehen. Tor. Aber warum? Bauart kenne ich nicht. Ihr könnt ne. Warte mal kurz. Ich mache davon ein paar Fotos von diesem Schaltkreis und schick die dann Jojo. Sag mal, kannst du mir erklären, wie ich das Ding aufkriege? Also ich sag's mal so. Sie haben sie Verklappung aufgenommen und du siehst, sie haben ihn ausgelöst. Jojo schreibt zurück oder ruft dich kurz, ja doch, die ruft dich kurz an. Ja. Ihr könntet draufpinkeln. Warum? Warum? Naja, vielleicht kriegt sie dann einen Kurzschluss oder sowas, aber das Ding ist schon längst ausgelöst. Ach, das ist doch doof. Ich tritt drauf. So, ich klopf an. Du kennst... Nein. Kennst keine halbe Sache, oder? Du hörst nichts. Klopf nochmal an. Die Tür keine ist... Keine Regung. Die Tür ist wie gesichert? Danke, Jojo. Mit einem Max-Schloss. Oh Gott. Jojo, mit dem schäbigen Matschschloss. Wie hoch habt ihr denn Schlosser, sagt mal? 1.
Schlosser 2. Wollten wir eine Dreier-Teamwork-Probe machen, bloß dass Jojo drei Würfel abgezogen kriegt. Wie unfair. Ja, du kannst ja nichts tun. Das sehe ich ein. Ihr müsst natürlich auswählen, wer der Unterstützer ist, außer Jojo, und wer der Macher ist. Ich bin der Macher. Kann er gerne. Schlosser? Weißt du irgendwie... Was auch immer. Ich schicke Jojo ein paar Fotos, beziehungsweise sie kriegt einen Livestream. Und sie kriegt Zugang darauf, dass sie mir meine AR-Unterstützung geben kann, damit sie mir immer so Pfeile sagen kann. So, bing, da. Ja, pass auf. Abdeckung abschrauben, als allererstes. Jawohl, Abdeckung abschrauben. Das okay. Hier. Ich nehme sie leise. Kannst du mal kurz deine Hand da hinstellen, dann habe ich die Hand frei zum... So, ja, und dann, jetzt muss ich jetzt hier den Schaltkreis, das ist doch dort, richtig? Nee. Warte mal, da müsste irgendwo, zoom mal näher ran. Mhm. Zoom. Mal kurz auf der Toilette. Mhm. Okay. Da ist. Da ist doch so eine grüne Schrift, ne? Da steht drauf 35B26. Nee, das ist eine 25. Da. 25. Mhm. Dann such mal die 26. Dort. Alles klar. Da müssten noch irgendwie zwei oder drei Kabel hingehen. Ein rotes, ein grünes und ein gelbes. Ja, und das schwarze hier, aber das soll ich ignorieren wahrscheinlich, oder? Ja, genau, das schwarze ignorierst du. Okay, so, ja. Das grüne und das gelbe, die klippst du vorsichtig ab und machst die Isolierung ab, aber du darfst auf gar keinen Fall das rote irgendwie behelligen. Das kriege ich hin. Gut, und die beiden, wenn die Isolierung ab ist, verzwirbelst du die? Jupp, warte. Ja, ist drin. Ist verzwirbelt und sollte klappen jetzt. Okay. Und dann gehst du mal noch weiter rüber. Weiter links, 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 links. Ja, viel weiter links kann ich nicht, das ist gleich Ende. Doch, da ist so ein kleiner. Ach, der hier. Ja. Der Pinöckel, da. Genau, der kleine Pinöckel. So. Und den hältst du jetzt fest. Mhm. Und da müsste auch noch irgendwo so ein kleines Kabel sein. Ja, das hier. Das ist aber auch direkt auf der Platine befestigt. Ja, ja. Okay. Sehe ich hier, das hier. Alles klar. Und das ziehst du aus dem Pinöckel raus. Mhm. Dann. Und steckst ihn in das Pinöckel. Da müsste auch irgendwo noch so ein Anschluss sein von auf der gegenüberliegenden Seite. Da ziehst du das Kabel raus und da musst du diese losen Enden so ein bisschen verzwirbeln und tust sie dann da rein und dann müsstest du. Ja, das Kabel reicht nicht. Warte, ich verlängere das mal kurz. So. Und dann da rein. Ja. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Okay, dann drücke ich mal drauf, wa? Ich drücke den Button. Ich gehe ein bisschen so zur Seite, nicht, dass gleich irgendwie eine riesige Explosion aus der Tür rauskommt. Du müsstest noch eine Hardware-Probe würfeln, glaube ich, Kaban. Ja, ich weiß. Aber mein du kriegst ja natürlich plus 4. Alter! Da rein! Stecken, rein. Du bist doch ein Kerl, du musst doch wissen, wie das geht. Der ist doch drin, der ist doch schon drin. Nein. Aber ich glaube, nein, die Verlängerung ist abgegangen. Siehst du hier, da? Ich sag mal so, man muss einsehen, wann eine Schlacht nicht mehr zu gewinnen ist. Definitiv. Sollen wir die Tür aufschweißen, oder was? Was ist denn das für eine Tür? Ja, die ist so aus, was macht man, woraus macht man Türen aus? Hartplastik. Abfall. Hartplastik klingt vernünftig. Kann man tritt doch einfach mal dagegen. Ja, ich tritt da jetzt gegen.
Knack auf. Also, erstens, als die Tür dann bin in Deckung gegangen, wie gesagt, an die Wand schlägt, es passiert nichts. Seht ihr, also hörst du nichts vom Aufschlag, weil sie anscheinend von hinten künstlich ziemlich gut gedämmt wurde mit Kissen und was es nicht alles gibt. Aber jetzt, da sie offen ist, das Erste, was ihr hört. Data, bitte ignoriert, dass ihr Quatsche am Anfang und dass ihr Summe am Ende. In sanfter Zimmerlautstärke. Ah, wunderbar. Es riecht wie in dem restlichen Hotel und das ziemlich scheiße, aber das ist ja okay. Das sind zwei Räume, es ist so ein kleiner Flur, wo ihr jetzt steht. Rechts wäre dann vermutlich Badezimmer und davor öffnet sich dann der Gesamtraum, den man da mietet. Ja. Er hat auf jeden Fall einen guten Sinn für Musik. Schön. Ja, ich gehe langsam rein. Nietzsche? Nietzsche, bist du da? Hallo? Willkommen in Frieden und so? Bitte uns nicht direkt umknallen. Wäre nicht so gut. Wäre nicht so geil. Ja, ich guck mal das erste Zimmer so rein. Guck mich um. Irgendwas Besonderes? Meinst du das erste Zimmer, das Bad quasi? Weil es gibt ja nur noch ein anderes. Im Bad, da ist nichts Besonderes, nee. Ja, dann pass mal auf Stolperträder oder sowas. Wir wissen ja nicht, ne? Ja, wir müssen uns auch auf jeden Fall beeilen. Ich habe gerade die Tür eingetreten. Vielleicht kommt irgendwann die Polizei. Könnte also sein. Wenn ihr jetzt nach vorne guckt, seht ihr da einen kleinen Bildschirm, wo drauf steht Alarm. Wow. Schön. Kann man den deaktivieren? Da. Naja, keine Ahnung, wo. Also das ist ja nur der Bildschirm. Gut, kannst den Bildschirm ausmachen, ja. Der restliche Raum ist leer? Naja, nee. Du hast dann quasi zwei Sessel. Da stehen mit so einem kleinen Beistelltischchen, das wo vom Bett weggerückt wurde, also eher so ein Nachtschrank. Darauf stehen zwei Weingläser, eins voll, eins leer. Das volle steht vor Nietzsche mit leider Schuss ins Herz. Und dann ist da noch so eine kleine Couch in so einem Model, auf jeden Fall nicht. Das heißt, auf dem Bett sitzen dann noch drei Personen, ganz akkurat, ganz friedlich. Es handelt sich um ein Ork, Kind, so 10 circa, männlich, kennst du alle nicht. Ein Mensch, Anfang 20 und eine Menschin, Ende 40. Die sind jetzt auch alle verherzschusst. Guck mich im Raum weiter um. Und lauf auf Nietzsche zu, mach von ihm ein Foto und von den anderen Leuten. Ja, ich nehme das gerade alles einmal auf, guck mich einmal kurz fix um. Und ich vermeide, meinen Kompagnon aufs Bild mit aufzunehmen. Ja, schick dann an Cheng schicke ich dann eine Nachricht mit den Bildern und die Adresse. Okay. Gut. Versuche wirklich alles zu fotografieren, was irgendwie geht. Wenn es nur ein Detail ist. Ja, also, wie gesagt, ich mache kurz schnell eine Detailaufnahme überall von und dann ziehe ich mich auch relativ schnell zurück und würde dann Richtung Ausgang gehen, beziehungsweise ja, halt nochmal. Bleib her. Die Tür wird wieder zugezogen. Kurz. Ihr müsstet mir erstmal. Carbon hat das höhere Edge, ne? Plus 3. Na, dann würfelst du mir erstmal Edgy. Ein Erfolg. Was mach ich denn jetzt damit? Ein Erfolg von 3. Man hat nicht so viel Edge, also reicht das, okay. Gut, ihr könnt wieder verschwinden. Der Elf kommt nicht ganz zufällig jetzt nach oben. Wir haben noch ganz zufällig die Tür noch hinter uns zugemacht. Als ja, wäre nichts passiert. Naja, gut, sie ist eingezogen. So gut wie möglich noch zumachen. Naja, also ich meine, die ist ja quasi, ich sag jetzt nicht, dass die vollständig noch in Angeln hängt, aber sie ist quasi nicht an der Wand, wie am Anfang.
Und der Fußabdruck. Naja, der könnte ja. Der war da doch schon. Ach ja, können wir noch ein Foto von dem, wie heißt's? Dem Teil, das vom Raum platziert war. Den Sensor oder was das war. Ja, kannst du machen. Dass der von irgendjemand anderem aufgestellt wurde. Maybe. Den, da habt ihr ja auch noch Bilder, bevor ihr ran seid, weil ihr ja. Dann, ach nee, beziehungsweise als Jojo dann reingeschalten wurde, ja, das passt alles. Ja. Jojo kriegt natürlich auch das Kurzes hier und dann starte ich mein Comlink neu und, nee, starte erst mein Comlink neu, dann kriegt sie die Bilder. Selbes. Und dann machen wir uns ganz schnell auf den Weg nach Hause. Beziehungsweise halt Richtung Auto und dann fahren wir tausendmal im Kreis und sind absolut paranoid. Es gibt keine Verfolger, nicht mal zufällige. Gut. Gut. Ja. Das ist scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße. Wann hast du das letzte Mal mit den Jungs Kontakt gehabt? Von wann das letzte Mal? Vor einem Monat, würde ich sagen. Okay. Also er spielt halt. Ich glaube, das solltest du deinen Lungs mal mitteilen. Hab schon eine Nachricht an meinen Kollegen geschickt. Der müsste es weitergeben. Okay. U-Team. Wird gerade. Weißt du, wer die anderen waren neben Nietzsche? Was hast du gerade gesagt? Ich war gerade ein bisschen in Gedanken. Klar, kein Problem. Weißt du, wer die anderen waren? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Okay, scheiße. Nun gut, dann würde ich sagen... Wo fahren wir eigentlich hin? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Jetzt fahren wir erstmal im Kreis und dann fahren wir gleich zurück zu uns. Ja, weil da sind wir jedenfalls relativ safe und es sei denn, du musstest noch irgendwo zu deinen Leuten, um mit denen zu quatschen. Ich habe alles weitergeleitet, was weiterzuleiten ist und die werden bald alle Bescheid wissen. Oh Mann. Ja. Das ist ärgerlich. Helfen abknallen, so. Egal. Bedeutet Probleme. Ach ja, ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen, soll hier nicht heißen, dass irgendwie der Run sozusagen abgesagt wird. So. Sollen wir trotzdem machen. Das habe ich mir gedacht. Wenn ich das jetzt hier richtig verstehe. So habe ich mir gedacht. Irgendjemand wird wohl die Führung übernehmen dort. Ja. Und vor allem ist das ja immer noch irgendwas, was weg muss für euch. Das ist ja irgendein Scheiß drauf. Ich weiß selber nicht, was da drauf ist. Ganz ehrlich. Aber wenn es so wichtig ist, ja. Es interessiert auch nicht, was drauf ist. Gut. So leicht eingeknickt. Gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu uns. Da sind wir für den Fall, dass wir noch irgendwie Ärger kriegen, sicher. Und ich versuche mal Jojo zu erreichen. Bei Jojo klingelt das Telefon. Ja, ich weiß noch nicht, wo Jojo im Moment ist. Da muss ich mal eben kurz auf den Spielleiter warten. Was aus dem Vorhaben wird. Was willst du von mir? Na, Kaban wollte mich anrufen, aber ich hatte ja eigentlich auch was vor. Ja, du wolltest da runter, aber da kommst du ja nicht runter. Ich komm gar nicht nach Donskoi. Na, willst du es nochmal probieren? Anderer Weg. Über die Autobahn oder so. Na, das klingt auf jeden Fall richtig klug. Na, es wird doch wohl Weg gegeben, um irgendwie nach Donskoi zu kommen. Das ist ja, ein Stadtteil. Ja, jetzt halt nur nicht über die Autobahn. Die Sache ist, du darfst mal Edge würfeln minus 2. Gerade noch so.
Das Problem ist offensichtlich dein Motorrad. Du siehst, dass hier einige Male Leute rauswinken, die so ein ähnliches Motorrad haben, wie sie halt so fahrt. Und dann sagen, oh, wer bist denn du? Ach, du bist Kinder von denen? Na, dann verpiss dich. Ja. Ich switch mal um, dann fahre ich auch zurück und hol mir dann mein Auto. Ah, du bist ein Donskoi. Aber eh das alles passiert ist, noch bevor du dort ankommst, weil das dauert alles fucking Jahrhunderte, ruft dich aber dann. Hallo. Hallo. Bilder gesehen? Jo. Nicht gut. Kommt drauf an. Naja, der Auftrag soll trotzdem erstmal weitergemacht werden. Das ist dann tatsächlich nicht gut. Dann finden wir die Nadel im Heuhaufen nicht. Sehr wahrscheinlich. Dann soll sich einer von den anderen drum kümmern, dass wir das Ding irgendwie finden. Wir sind da dran. Okay, jetzt ist ja irgendwie auch in deren Interesse. Da können sie sich auch ein bisschen beteiligen. Ja, ist richtig. Sie haben ja ihren Spezialisten geschickt. Ah. Irgendwie eine besondere Idee? Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Ich sitze gerade im Auto. Ja, das höre ich, aber warum bist du nicht mehr mit dem Motorrad unterwegs? Weil die Bullen Motorräder rauswinken. Ach, diese scheiß Idioten. Ja, die sind gerade ein bisschen fokussiert. Und mit dem Auto komme ich leichter durch. Ausnahmsweise mal. Okay. Ich weiß nicht, was macht ihr jetzt? Ich hätte jetzt erstmal gesagt, dass wir zurückfahren zur Hood quasi, aber wir können auch zu dir kommen. Nö, müsst ihr nicht. Also mir ist das egal. Wo bist du denn genau? Sie nennt hier eine Straße. Ja, komm, das liegt fast auf dem Weg. Also, so weit ist das jetzt nicht weg. Ja, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, zu wem ich hin will. Also, Na gut, dann nicht. Nein, aber ich weiß einfach nicht, ob das hilfreich ist, weißt du? Ach, zieh nicht rum. Sehr gut. Nee, kein Problem. Dann treffen wir uns zu Hause, würde ich sagen. Ja. Dann alle wie Deci. Und lass dich nicht ärgern von den Jungs. Ich lass mich nicht ärgern. Lass du dich erstmal nicht ärgern. Ja, hatte ich nicht vor, ne? Wo kommen wir denn da hin, wenn die so große Menschen wie mich an ärgern wollen? Juti, bis später. Dude, also was ist jetzt euer Plan? Wir fahren zurück in The Hood. Ja, doch gesagt. Ihr seid in der krassen Hood. Ja, und Jojo fährt zu ihrem Dude, wo sie hin wollte. Nenn mal den Namen des Dudes. Ja, Ach, du meinst hier, warte mal, den von Bones, ne? Scheiße. Nee, den meine ich tatsächlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Nee, ich überlege gerade, wen ich brauche. Donskoi. Anatoli. Der hat zumindest da sein Gebiet und vielleicht weiß der was da, wo wie los ist. Der Barbesitzer hat sein Gebiet. Nein, aber... Anatoli. Er ist ganz schön weit weg. Okay, dann nicht Anatoli. Kannst du mir jetzt nicht mit 3 Jahre alten NSC kommen? Alter, der ist so verstaubt. Das stimmt allerdings, der ist auch, glaube ich, nie ernsthaft vorgekommen. Hat sich irgendwie nie ergeben. Oh Gott, ich kenne noch ein paar mehr da, die einfach nie eine Rolle gespielt haben. Ja, aber wer könnte, also ich meine, Anatoli ist auch jemand, der da wirklich auch keinen Sinn hätte, wenn wir ehrlich sind.
Warte. Tatsächlich habe ich da eigentlich niemanden mehr so richtig, weil die alle einfach ewig nicht mehr vorgekommen sind. Also niemand mehr, den ich auf Donskoy beschränken könnte. Da hatte ich immer nur meinen... Na, ich kenne halt viele Leute und habe mich deshalb in mein Donskoy bewegt, Ding. Ja, das Ding ist halt bloß, die Leute, die du da früher hattest, die sind so irrelevant für das jetzt auch. Also das ist, weißt du? Na, es geht ja nur... Ich kann auch erstmal da in die Nähe fahren und gucken, wie es da aussieht. Na, dann zeig mich einfach mal Beschatten und Intuition. Schatten, war ich das alles so gut? Na, Schleichen war das ja, ne? Ja. Ja, ja. Naja, ich sag mal gesundes Mittelfeld. Mit herausragenden Erfolgen. Du hast im falschen Fenster gewürfelt, aber ist egal. Drei Erfolge. Na gut. Einen Plan würdet ihr noch kriegen, aber was willst du denn an sich wissen? Na, die Sache ist, wir müssen da vermutlich irgendwie rein. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. So, mein Wissensding geht jetzt in eine Richtung mit, gibt es da Schwachstellen, dass man da irgendwo rein kann? Sind da bestimmte Bereiche weniger gesichert? Müssen wir irgendwen bezahlen dafür, dass wir da reinkommen? Wenn ja, fällt mir auf, wer dafür zuständig ist. Außer, dass die Bullen das Gebiet abgeriegelt haben, was es natürlich dann wieder schwer macht, weil so richtige Bullenkontakte habe ich nicht mehr. Also, das ist die Karte. Es handelt sich also um ein sehr kleines Gebietchen. Die oberen links und rechts orangenen Balken, das sind Passagen, wo Leute durchgelassen werden von Bullen. Das heißt, die müssen geprüft werden, eigentlich auch nur Anwohner und Zulieferer. Das sind also auch die Bereiche, wo die Bullen stehen. Das Böse ist so ein richtig fetter Truppentransporter mit allem Satellitenschüssel, gepanzert und was es nicht alles gibt. Da sind wohl auch einiges laufen, auch in diesem abgetrennten Bereich ab und zu mal ein paar Bullen rum. Die sind auch ausgestattet zum Teil. Die anderen beiden unteren orangenen Bereiche sind bloß halt elektrisierter Zaun mit Monodraht. Hoch. Also ich meine, das Beste wäre halt bei diesem Kran, der da ist, einfach hochzuklettern und sich damit Freifall fallen zu lassen und dann bist du ja drin, das ist ja easy. Oder sich da mit einer Enterhakenkanone, die man zum Glück besitzt und die zumindest mein eigenes Gewicht halten kann, herunterzulassen. Ja. Während Karman versucht, mit Freifall einen doppelten Salto zu machen. Das, ne? Und nachts einen doppelten Drückeberger zu machen. Ja, nachts ist dort auf jeden Fall Ausgangssperre und um diesen Teil drumherum so vielleicht ein Straßenblock auch noch nachts Ausgangssperre. Und was ist da mit dieser U-Bahn? Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Wir fahren einfach mit der U-Bahn da rein. Alter, es hätte doch so, ja, unglaublich. Hätten wir den Plan gelesen. Scheiße. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die U-Bahn... Du hast drei Erfolge. Die U-Bahn hält dort nicht. Zurzeit. Aber es gibt, wie weit ist die nächste U-Bahn-Station entfernt? Wie weit sind denn die auseinander? Bestimmt so einen halben Kilometer oder U-Bahn-Stationen sind ja nicht ganz so nah. Okay, es gibt doch immer noch Wartungstunnel in der U-Bahn. Ja. Eine Möglichkeit wäre vielleicht über einen dieser Wartungstunnel dorthin zu kommen. Ja. Da könnte ich auch meine Drohne einsetzen. Naja, das Loch, was die gräbt, ist vielleicht ein bisschen klein, aber du kommst zumindest an alle Kabel, wenn ihr an Kabel wollt und sowas. Du meinst, um den elektrisierten Monodraht weniger elektrisierend zu machen, was uns immer noch nicht viel bringt, weil über einen Monodrahtzaun möchte ich trotzdem nicht klettern. Nee, den vielleicht um Überwachungskameras und so weiter, die da... Ja. Ich sag mal, auch sowas wie Strom wird bestimmt dort in der Nähe dann sein und die Drohne gräbt sich halt von dem Wartungstunnel überall hin, wo sie will. Das stimmt. Wir können dem ganzen Viertel den Saft abdrehen. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, was er halt so machen wollt. Gas, dürfen, Wasser, Scheiße. Wieso dürfen wir eigentlich den Monodraht nicht klauen? Weil ihr den Monodraht nicht klauen dürft. Dort hat man dir nicht Kameras erzählt, an den Zäunen, um den Monodraht zu schützen.
Nein, aber es sind Kameras an den Zäunen, um zu gucken, was da los ist. Und das sind auch Kameras, die sich bewegen und wo man ab und zu mal, wenn du bist ja ein bisschen länger da, das Gefühl bekommt, da ist auch mal kurz jemand da, der das Ding steuert und wirklich auch mal guckt, was da ist. Das ist jetzt nicht wie sonst, wo ich sage, ja, das sind Kameras, aber das interessiert keine Sau. Das interessiert dort eine Sau. Und Kaban. Verdammt. Ja gut, aber zumindest Kran. Wie ist denn das da mit dem Kran eigentlich? Ist das Kranfahrer Herbert, der da oben drin sitzt, oder ist das... Er ist aktuell nicht in Benutzung, du weißt nicht, ob das sich irgendwann und wann ändert. Aber wieso haben die denn diesen Kran da stehen, der quasi ja eine Einladung ist? Wegen einer Baumaßnahme offensichtlich, die entweder vor diesen ganzen Zwischenfällen eingeleitet wurde und nicht vollendet ist oder angefangen werden sollte und dann kam halt was dazwischen. Okay. Aber oder, ist das so oder tausend andere Gründe. Über die Absperrung drüber, ja? Ja, Moment. Du weißt ja, wie so ein Kran ist, wenn da in 40, 50 Metern Höhe dieses Ding über die Absperrung drüber hängt. Ich weiß nicht, wie du das als Einladung siehst, aber der Freifall reicht nicht tatsächlich. Nein, ich weiß nicht, so gut wie ich klettern kann, Mensch. Oh. Und so gut wie ich Freifall würfel. Und so gut wie ich klettern habe. Nicht? Ja, ja. Du bist ja ungefähr so schwer wie Jojo, das passt schon. Kann ja, sich Notfalls hab ich auch zwei Fall. Ja, siehst du, das Wichtigste hast du doch. Profis bauen halt Charaktere auch mal so. Und du hast ja Edge, ne? So, du steckst auf den Boden auf, verbrennt mal dein Edge, super, hast du irgendwie überlebt. Super. Er kann's ja einsetzen, was spricht denn da dagegen? Nun gut, die Wohnhäuser, wie sehen die denn aus? Inwiefern? Naja, Wohnhäuser sind Weak Points, da kann man immer noch einbrechen und durchgehen, vielleicht. Sind die speziell gesichert oder so? Die werden ja gerade bei der Größe mehrere Eingänge haben. Wenn die Eingänge außerhalb dieses Zauns sind, sind da Bullen davor und überprüfen. Zwei Stück meistens. Also während Jojo da ist, es kommt auch schon mal vor, dass dann einer mal pissen muss oder so und dann ist nur einer da. Aber das sind prinzipiell Bullen da. Und wie gesagt, die sind tatsächlich auch ausgestattet. Ist bei dem Kran eigentlich auch eine Kamera? Ja. Aber die deckt den Boden vor dem Zaun ab. Das heißt, der hat ja einen ziemlich hohen, einen ziemlich großen Fuß, nenne ich das mal. Ne? Du meinst, da denkt einfach niemand dran, dass jemand so blöd sein könnte, zu versuchen, über diesen Kran dort hineinzugehen. Ja, daran denkt wirklich niemand, denn, sind wir mal ehrlich, ist schon risikoreich. Ja, wobei, so schlimm ist das eigentlich auch nicht. Niemand rechnet damit, dass die Leute also mit einer Endnagelkanone dort, wo es gerade so doll rumpelt, versuchen sich abzuseilen. Das stimmt, ja. Niemand will eine Mauer bauen. Das zusätzlich. Deswegen haben wir Zäune errichtet. Okay, aber es ist zumindest... Wie ist das eigentlich da? Ist das sehe ich wahrscheinlich nicht, ne? Was soll da sein? Da ist ja quasi die Spitze, ist das über dem Gebäude? Das sieht so aus. Vier Stockwerke? Ja, dann sollte es auf jeden Fall drüber sein. Dann könnte man sich ja auch auf das Dach abseilen lassen. Das spricht soweit nichts dagegen. Die Frage ist, wir haben ja jetzt zwei Wege, ne? Wir müssen ja immer einen Eingang und einen Ausweg haben. Also quasi einen Backup-Weg. Wie wär's genau, denn? Also wenn wir nämlich auf das Wohnhaus kommen und innen drin quasi nicht bewacht wird, das wissen wir ja noch nicht. Weißt du, was echt eigentlich eine geile Idee ist? Wenn wir uns das vorbereiten, über den Kran reingehen, weil da kommen wir nämlich schlechter drüber raus, dann sind wir nämlich, wenn die wissen, dass wir da sind, haben wir ein Problem, aber wir können durch die U-Bahn-Schächte übelst leicht wieder raus und vielleicht, das heißt übelst leicht, aber wir haben zumindest eine Chance, dann durch die U-Bahn-Schächte da rauszukommen, plus, wenn wir uns vorher den Weg angucken anständig, plus, wir haben dann vielleicht eine Chance, wenn wir das vorher vorbereiten, da irgendwie eine Möglichkeit finden, den Strom zu kappen, um die irgendwie abzulenken, damit wir besser wegkommen. Yep. Was ist eigentlich mit dieser Fahrzeugwerkstatt? Ist das Ding direkt angrenzend an das Wohnhaus? Also gehören das irgendwie zusammen, oder? Es sieht nicht so aus, als gäbe es eine Verbindung zwischen den beiden. Ja. Irgendwie
irgendwie Nobelschuppen oder irgendwie bring mein Auto vorbei und tunes dann. Ach so, keine Ahnung. Das ist eine relativ, ja nee, es ist schon, da haben bestimmt 4 Fahrzeuge Platz, aber es sieht aus wie eine relativ günstige Alternative für Lohnsklaven, nix Nobles, das auf keinen Fall. Also es ist sowas, ich tune meinen Scheiß selber. Entweder das oder ich lasse es hier reparieren, weil ich hier eher Vertrauen habe, dass er mir für ein bisschen mehr Geld wirklich mal was, also auch was so die Matrix-Bewertung angeht. Du gehst halt dahin, wenn du willst, dass du nicht das billigste Ersatzteil vom Hersteller kriegst, weil das wieder nach 3 Wochen ausfällt, damit du neues kaufst, sondern der macht dir das dann mal ordentlich. Das scheint ein netter Dude zu sein. Beauty. Aber ich renne in das Gebiet nicht rein, ohne zu wissen, wo das Ding ist. Also entweder liefern uns die IC-Brecher was oder die sollen das die sollen da selber reingehen. Ist auch klar. Die haben uns ja schon geliefert, also. Nein, ich will ein Programm oder irgendwas haben, womit ich diesen Knoten finde, weil das sind so viele Wohnhäuser, das kann man doch nicht absuchen. Wir wissen doch nicht mehr, wonach wir suchen. Ja, das kann alles sein. Ja, wir werfen einfach eine 20-Tonnen-Bombe drauf und machen das komplette Viertel platt. Easy. Ach, die besorgst du dann aber. Ja. Jojo, würfel mal Gebräuche. Und in Tischen. Pause. Entschuldigung. Und zwar, du bist ja da eine ganze Weile, was dir auf jeden Fall auffällt. Irgendwann kommt mal hier, die Schicht wechselt im Schwimmbad, das hat sie eine ganze Weile offen. Und da kommen halt dann 2 raus, die unterhalten sich und so weiter. Und mir fällt auf, dass sie sich relativ komisch verhalten. Die sind auch relativ aufmerksam, die sind einigermaßen angespannt. Außerdem trägt der eine Holdout. Und werfen ein paar verstohlene Blicke rüber zu dem bösen Polizeiding. Was ja an sich nichts Besonderes ist, das machen die dort alle. Aber die scheinen dann eher gelassen, umso weiter die drauf zugehen. Und als sie dann kontrolliert werden am Checkpoint, weil die arbeiten dort ja nur und sind dort nicht wohnhaftig, offenbar. Da wirken sie eher gelöst. Und nein, sie haben nicht eben uriniert. Ich mache Bilder von denen. Du hast wunderschöne Bilder. Du kannst doch einen Filter drüber legen, wenn du willst. Nee, ist ja kein Instagram. Muss ja nicht Instagram-tauglich sein. Nee, ich will nur, dass das, wenn das Undercover-Bullen sind. Darauf wollte ich hinaus. Okay, dann mache ich mich aber auch mal wieder aus dem Staub. Man will ja sein Glück nicht herausfordern. Gut. Ich fahre auch zurück. Es dauert einfach für immer. Da musst du dich noch rechtfertigen wegen deiner Waffe, obwohl du Lizenz hast und alles. Es ist einfach übel schön. Und außerdem hat es wohl auch wieder ein bisschen gerumpelt. 3 Tote. Drive-by. Wo? Bei wem? Ja, diesmal sogar in Joschneue. Die Red River Gang hat wohl irgendwie mal, keine Ahnung, die hat ganz schön losgelegt. Die sollen sich mal zurückhalten, die kleinen Wichser. Ist doch nicht bei euch, die können doch machen, was sie wollen. Also, dann ist mir egal. Ja. Anruf von Cheng. Egal, Cheng. Okay. Kannst du reden? Ja, ich hab gerade meinen Piloten an. Nee, ich meine, ist jemand bei dir, weil du kannst nicht Subvokal. Nur jemand von den Falcons. Okay, mach das mal Subvokal, die müssen uns ja nicht. Machen die Wichser das? Ich glaube schon, sieht danach aus, aber die wollen halt irgendwie Informationen noch, wo dieser, wo der Knoten ist. Okay. Wahrscheinlich Sicherheit. Unten in diesem riesen Gebäude, wo die ganze Scheiße drin ist, wir finden es noch genauer raus, in welchem Teil. Die sollen mal die Arschbacken ein bisschen nicht so zusammenkneifen, wir kriegen das noch hin. Hast du die Aufnahmen habe ich ja von
War da noch irgendwas auffällig in dem Motel? Was meint er jetzt? War da noch irgendwas auffällig in dem Hotel? Irgendwas, keine Ahnung. Seltsame Leute am Eingangsbereich, also irgendwie ein Elf, der absolut nicht ins Bild gepasst hat, aber ansonsten eigentlich gar nichts, aber sah so aus, also als würde der da schon länger arbeiten. Okay, ich guck mal. Was noch? Also es war, was du jetzt nicht auf den Bildern erkennen konntest, war, dass irgendwie so eine ganz schreckliche Musik im Hintergrund gelaufen ist. Okay. Ich glaube, irgendwas Uraltes. Und irgendwie halt der Sensor war halt vor der Tür gelegen. Wir haben ihn vermutlich ausgelöst, also. Ja, das war ja vermutlich selber. Ja. Muss ihn also, wer auch immer oder wen auch immer, muss er reingelassen haben. So sieht's auf jeden Fall aus. Okay. Und das komplette Hotelzimmer war auch noch schallisoliert. So, vermutlich nicht, dass irgendwie mal was gehört hat. Okay. Wir bleiben in Kontakt. Ja, ich weiß schon. Wenn die... Passt. Meld dich halt, wenn ihr was Genaues wisst. Ja. Ja, dann mach's gut. Also noch schönen Abend noch. Warte, hier ist mein neuer Com-Code für dringende Sachen und der, den du jetzt hast, für nicht ganz so dringende Sachen. Okay, weiß ich Bescheid. Danke. Bis dann. Jo, legt auf. So, dann, Gaban, wir bekommen bald Bescheid wegen, dem Knoten, den wir suchen sollen. Sie finden jetzt genau raus, wo der sich befinden soll. Kann aber noch einen Moment dauern, aber wir sollen trotzdem das Gebiet mal unter die Lupe nehmen. Aber von uns bekommt ihr auf jeden Fall noch irgendwas geliefert. Okay, das klingt gut. Haben die schon irgendwie was gesagt, was, ob die schon eine Vermutung haben, wo es sein könnte? Irgendwie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, vielleicht in einem der größeren Gebäude, aber waren sich jetzt auch relativ unsicher. Okay. Vermutlich war das ein Ding von Nietzsche persönlich. Und ja. Was haben sie dazu gesagt? Nicht viel. Irgendjemand anderes übernimmt. Ja, das ist klar. Na gut. Juti, dann an wen kann man denn die Kondolenzpost geben? Richte das einfach nächstes Mal aus. Ja. Passt schon. Wird alles weitergeleitet. Jo, kein Problem. Juti, kacke. Ärgerlich. Naja. Verdammt ärgerlich. Mach ich mir jetzt. Wenn ihr nicht noch irgendwie jemanden braucht heute Abend, lege ich mich in mein Apartment und bekomme ein bisschen Schlaf. Ja klar, so, wenn du mich nur kurz noch jemanden nach Hause bringst. Ja, wir sind ja fast da. Sind nur noch, ich glaube, 3 Straßen weiter, oder? Sind 4, aber das ist okay. Das eine ist nur eine kleine Nebenstraße. Ich brauche noch deinen Comlink. Naja, hier hast du meine Nummer. Er gibt ihm seine Nummer. Ja. Das ist die mir meinige, dann kannst du uns auch erreichen. Okay, danke. Jojo. Ich schau mal mit. Genau. Ihr kommt. Oder. Nee, das passt schon. Ihr kommt an. Du lässt ihn noch schnell raus. Und nichts mehr. War völlig unsinnig. Entschuldigung. Nichts mehr. Sehr gut. Ja. Ich gehe dann halt rein und warte halt auf Jojo. Ja, und ich fahre Richtung nach Hause. Da fällt mir gerade was.
Entschuldigung. Da fällt mir gerade was ein, und zwar Kaban. Weißt du, Jojo hat den Schweden und ihren Nachwuchs in Sicherheit gebracht und die anderen haben das gleiche getan. Und du hast Roger einfach in der Gefahrenzone gelassen. Blöde Schweine. Das arme Tier. Das ist ganz einfach. Das hier hinten ist nämlich jetzt ein High-Priority-Ziel. Und ich bin nicht da, um Roger zu beschützen, deswegen bleibt Roger bei mir, wo es sicher ist. Bei mir. Logik, jo. Ich finde es gut, dass wir inzwischen bei S sind. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, gut, das kann ich verstehen, das ist nachvollziehbar. Ja, und deswegen, also, ne, und außerdem schläft er schlecht. Alleine. Ach, kommt Roger mit dir zusammen ins Bett? Selbstverständlich. Afka? Lass dir nichts einreden, ich finde das super. Ich weiß auch gar nicht, was er hat. Wenigstens drüber lustig machen. Na klar. Das ist eigentlich auch geil, wenn man dann morgen geweckt wird, weil man die Nase ausgeschleckt bekommt. Oder machen das nur Katzen? Das können nur Katzen machen und haben eine viel zu große Zunge, verdammt. Ist er nicht wohlerzogen und macht es nicht mehr? Aber das ist doch so niedlich, wenn er das Gesicht abschleckert. Genau. Das wurde ihm sogar angezogen. Oh. Anerzogen. Die Kinder finden es auch lustig. Ja. Der Vater ist seinen Frist. So? Dem ist das scheiße, ja. Gibt Schlimmeres, als wenn die Kinder vom Hund abgeschleckt wären. Wenn dann so eine große Kampfbestie, die alles zerfleischen könnte, sich dann drum hinternähert, das ist gut. Also A hatten wir ja schon festgelegt, dass der sehr kinderlieb ist, bis zum Alter von 10, dann nicht mehr. Und B. Danach sind sie auch keine Kinder mehr. Die sind ja schon jetzt größer und können jetzt da drauf treten. So. Kampfbestie. Ja. Der ist ja aber lila. Er ist blau. Der ist ja aber blau. Und bekommt bestimmt mal Hundefrisur von Zoja. Die kann das nämlich ein bisschen. Also die kann Menschen frisieren, der wird so auch einen Hund frisieren können. Okay, Kampfbestie. Das ist schon okay. Man kann auch mit Stil töten. Danke. Das stimmt. Genau. Du meinst, sie hat Flammen an der Seite eingefärbt, oder was? Boah. Wenn die das macht, dann gibt es aber richtig Stress im Paradies. Nee, die fragt dich, wie du das haben willst, und sie macht das dann halt so. Perfekt. Da länger und da kürzer, wie auch immer du das willst. Ich kenne mich mit Hundefrisuren jetzt auch nur so mittelmäßig gar nicht aus. Ist halt wichtig, dass die wollte jetzt schon den Schweiß sagen, nee, die Rute, glaube ich, heißt es, ja. Dann halt vernünftig geschnitten ist und da muss halt ein gewisser Dingsbums drin, so ein Schnitter und so, und dann vorne kurz der und Bauch, hinten lang eine schöne Fukuhila. Der Bauch muss halt frei sein und so weiter und so fort. Ach so, ist das okay. Also, ne, so, also kürzer geschnitten und so mit halt. Jojo guckt deinen Hund finster an, als er ihr immer noch irgendwie grummelt im Weg steht, während sie dein Zimmer betritt. Wüff, wüff, wüff. Weg. Rasch, komm her. Ja, er kommt zu dir stolziert gehüpft. Ja, ich nehme ihn auf meinen Schoß. Er rollt sich zusammen und blickt Jojo finster an. Denn Tiere haben ja offensichtlich Gefühle, die sie zum Ausdruck bringen können. Vermutlich nicht, aber Jojo blickt Roger finster an. Ich habe auf sie gewartet. Sie hat eine Tasse Kaffee in der Hand. Ausgezeichnet. Für sich und für dich. Oh, danke. Bitte. Es ist ein Jojo-Kaffee. Extra Jojo-Kaffee. Okay. Nicht genießbar, sagst du. Die verkaufen das auf der Straße als Longhorn. Und in der Apotheke auch. Eben. Ah, so. Also. Also. War ja mal heute richtig erfolgreich. Xu sagte noch, dass die Brecher jetzt gerade mal sich organisieren müssen und gerade noch mal schauen, wo das ist.
Sie wissen es nicht genau. Sie sagten irgendwie an dem großen Gebäude irgendwie unten oder so. Aber die schauen noch und geben uns noch nähere Infos. Bis dahin sollen wir mal schauen, ob wir was tun können da. Na, ich möchte bitte genaue Infos, denn das Gebäude, was du meinst, da sind Undercover-Bullen drin und ich habe sie schon gesehen. Sie zeigt dir zwei Bilder. Yay! Das ist zumindest eine Schicht. Das ist aber ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, deswegen will ich, wenn überhaupt, einen genauen Standort von diesem Teil wissen. Ansonsten können die da selber reingehen. Undercover-Bullen, ja, dann haben wir auch das richtige Gebäude. Lass mich garantiert nicht für eine Gang festnehmen, Gang in Anführungsstrichen, festnehmen, die so geschwächt ist, wie die gerade sind. Ich meine, ja, die haben jetzt den nächsten Anführer am Start, ist ja auch okay, aber wenn der das überhaupt mal packt, wenn die gerade in deren Situation jetzt einen neuen Anführer haben, das ist für den Arsch. Ziemlich. Die werden einfach von allen Seiten zerruppt werden, wenn die irgendwem... Die Zeiten sind lange vorbei. Spielleiter. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass die Aufmerksamkeit, wenn euch das gelingt, von denen so weit abfällt, dass sie sich wieder reorganisieren können, weil es wichtigere Dinge gibt, zum Beispiel Worry. Zum Beispiel wen? Worry. Worry. Dann willst du doch lieber einen Hacker an deiner Seite haben. Naja, ich weiß schon, aber es ist jetzt eine Kosten-Nutzen-Risiko-Abwägung, denn dafür gehe ich garantiert nicht in den Knast. Das klingt auf jeden Fall vernünftig. So. Dann lassen wir uns am besten mal Infos zusammenstellen über dieses wunderbare Schwimmbad. Stuffer, Shack, Wellness, Oasen, Ding. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt. Und dann müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, da reinzukommen. Also ich denke mal, wenn wir nicht den normalen Weg nehmen wollen, also durch irgendeine Kontrolle durch wollen und bla, was wahrscheinlich echt scheiße wird, dann müssen wir einen der beiden möglichen Wege rein und wieder rausnehmen. Aber ist wirklich. Ich glaube tatsächlich, dass wir durch die U-Bahn-Schächte, so zumindest durch diese Wartungstunnel oder durch eine stillgelegte Strecke, ich weiß nicht, ob es da sowas gibt, leichter wegkommen, als wenn wir über den Kran klettern müssten, wenn wir irgendwelche Leute am Arsch haben. Aber umgekehrt, also ich weiß nicht. Wie sieht das denn aus? Das große Haus hier... Also was mich gerade interessiert, ist diese Ecke hier. Ich zeige ihr mal auf Google Maps die Ecke, die ich meine. Welche Ecke meinst du denn? Ah, da. Die hier? Da unter dem Wohnhaus rechts oben zwischen Wohnhaus und Fahrzeugwerkstatt. Genau. Okay. Da sind ja keine Eingänge, richtig? Da ist aber auch kein Platz zwischen den Gebäuden. Die sind direkt nahtlos. Ja, ich weiß. Aber... Wenn wir da... Willst du an der Wand hoch? Genau. Das Ding ist nur zweistöckig, das schafft man. Das stimmt. Dann von da aus hier hinter wieder runter. Also ihr schafft das immer noch, bitte bedenkt aber, dass das natürlich zweistöckig ein bisschen irreführend ist, weil so eine Fahrzeugbearbeitungshalle ja noch ein bisschen höher ist, ne? Aber ihr packt das immer noch, ja. Ja, ja, das packt man. Und dann kann man sich quasi, dann ist man ja in der Safe Zone, kann man sich ja relativ frei bewegen, hoffentlich. Naja, nachts ist da Ausgangssperre, ne? Und da drin laufen ab und zu Bullen rum, auch tags. Ja, dann kann man entweder, wenn man in das große Gebäude, das 10er, also das Wohnhaus 10, muss, aber du hast die Leute aus dem Sarghotel gesehen, ne? Dass die da rausgekommen sind, oder wo kam die? Die haben in diesem Schwimmbecken gearbeitet, also in diesem Schwimmbad gearbeitet. Also vermutlich wird da irgendwas sein. Ja, okay. Also Wohnhaus 10 nützt uns nicht viel, das ist die falsche Seite. Okay, naja gut. Ja, das ist ja, wie weit ist denn diese Entfernung zwischen Werkstatt und Sarghotel? Äh, 20. Da ist die Frage, wie ist das denn vom Kran aus auf dieses Sarghotel zu kommen? Oh nein, so groß wie der Kran ist, sind das vielleicht 10. 10 Meter.
Na, ich, wie ist das denn mit dem Kran und dem Sarghotel? Was soll damit sein? Na, ist es möglich, tendenziell vom Kran auf dieses Sarghotel zu kommen? Na, das wären dann ungefähr Abstand, die Höhe außer Acht gelassen. Bestimmt, so wie ich das hier sehe, nochmal 3-4 Meter, da musst du schon ganz schön schwingen. Und okay, der Kran ist halt echt fucking hoch, der ist 40 Meter hoch oder so. Also, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll, ich habe gerade, kennst du diese alten Filme Mission Impossible? Da ziehen die sich gerne mal so von einem Dach in den anderen irgendeine schräge Linie und dann sausen die da runter. The Gunfist Way of Life? The Gunfist Way of Life, ja. Also, ich sag mal so, es hat den Style und Coolness-Faktor. Definitiv. Wenn aber Leute, die ich kenne, die das durchgezogen haben, sind nie gut geendet. Na, die Sache ist, wenn du dort, wo der Kran quasi nach oben führt, also am Ständer, das dort befestigst, dann kannst du ja auch die Höhe etwas geringer wählen, sodass quasi du nicht so viel Geschwindigkeit aufnimmst und dich dann beim Aufschlag nicht zermatschst. Das stimmt. Ich mache mir mehr wir Sorgen, doch irgendwas irgendwo zu verankern, um das hinzukriegen. Wir haben quasi auf die Werkstatt. Da haben wir uns ja schon geeinigt, dass wir auf die Werkstatt draufkommen. Ja. So, wenn wir dann von der Werkstatt in das Zählergebäude gehen, da aufs Dach und von da aus auf das Dach vom Sarghotel uns rüber schieben. Quer über das ganze Ding. Ja, niemand guckt in die Luft. Thron? Langweilig, niemand guckt in die Luft. Okay, Punkt. Aber also ich finde immer noch, es hat Style und es hat Coolness-Faktor. Definitiv. Aber ich würde dann vielleicht doch lieber erstmal wissen, was auf dem Sarghotel drauf ist und ob wir von da überhaupt ins Gebäude reinkommen und wenn ja, wie. Und oh Gott, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, den Scheißjob durchzuziehen. Das ist richtig. Ich auch nicht wirklich, aber vor allen Dingen, hast du dir das mal angeguckt? Also ich meine, das ist ja besser geschützt als, keine Ahnung, man soll die scheiß Eisbrecher sich da selbst drum kümmern. Ey. Aber wir können dann dann drüber. Ich sehe mich schon im Knast sitzen. Auf der anderen Seite seilen wir uns einfach wieder ab und dann ist alles easy. Wo willst du die abseilen? Naja, wir gehen dann hier von oben in das Dach, in das Sarghotel, gehen dann halt ich runter, weiß da wo nicht, wir ob man davon überhaupt reinkommt von oben. Bestimmt. Aber da können wir auch Xu fragen, vielleicht hat der ja Ahnung. Vielleicht kann er da mit seiner Drohne mal drüber hinwegfliegen. Ich kann doch mit meiner Transportdrohne mal drüber hinwegfliegen. Ja, lass ihn das doch machen, der ist doch der Drohnentyp. Ja, das stimmt. Ich ticke Xu mal eine Nachricht. Ich habe seine Kontaktnummer hier übrigens. Xu, du kriegst eine Nachricht. Okay, was steht denn drin? Okay. Ob du mal Luftaufklärung von diesem Bereich uns organisieren kannst, indem du da mal mit der Drohne drüber fliegst oder so. Können wir schon machen. Schick ihm dann auch noch eine Nachricht, dass sie das Programm für den Knoten, das Programm für den Knoten morgen bekommen und dass es den Knoten dann auf 10 Meter Entfernung erkennen sollte. Auf 10 Meter? Ja. Das sind 2 Etagen. Und es wird ausgeschlossen, dass es im Staffer nicht ist, im Sarghotel und auch nicht in der Beauty Farm. Und vermutlich im Schwimmbecken. Okay, dann besorgen wir uns mal bitte Luftaufnahmen von dem Gebäude und von dem Drumherum. Er schreibt ja, hat wie schon vorhin gesagt, immer noch keine Drohne, die keine Angriffsdrohne ist und fliegen kann.
Dann nimm deine Waffe von der Angriffszone und flieg so drüber. Er schreibt zurück, das ist eine Polizeidrohne, die... Na Moment, aber die musste ja schon umgebaut haben, dass man das nicht mehr erkennt. Also ansonsten, ja. Ansonsten hätte ich das ja nicht... Okay. Ne? Weil ja, ansonsten dann, kommt das, führt das zu Komplikationen. Okay, dann ist das... Okay. Ja, dann schreibt er, okay, wird so bald wie möglich erledigt. Das ist ein Traum. Bald wie möglich, meint er, morgen. Es sein, dass er üble Kopfschmerzen hat. Dem, was heute alles passiert ist. Na gut. Also, Jojo, die Jungs wollen uns erst morgen helfen. Und dann kriegen wir dieses Scheißprogramm. Sehr gut. Dann würde ich sagen, hast du sonst noch eine Idee, was wir sonst machen können? Nüsch. Gut. Was? Entschuldigung. Ja, ich habe mit dir geredet. Ich war gerade geistig abwesend. Das hab ich gehört. Ist völlig in Ordnung. Verzeihung, wiederhole bitte, was du sagtest. Nee, jetzt will bitte, ich nicht bitte, mehr. Bitte. Nicht so hoch, die so runter, wenn du verstören. Flummi. Oh Gott, Flummi, du hast die Licht. Du machst das falsch. Du sagst nicht, ich war geistig abwesend. Du sagst, lag, ganz schlimm. Realtime lag. Verstanden. Mein Computer fährt durch einen Tunnel. Ja, ja. Realtime-Lag. Ich sagte, die IC-Brecher und Xu helfen uns morgen, da noch mehr Informationen ranzuschaffen. Und bis dahin, ich wüsste sonst nichts. Dann legen wir uns einfach mal hin. Pen. Na, dann leg dich mal pen. Sie. Fliegen, aber du hast doch gerade noch Kaffee, den hast du doch noch gar nicht angerührt. Doch, der ist doch schon halb leer. Guckst du hier? Er nimmt einen großen Schluck. Alles klar. Das war's mit Schlaf. Nein, Quatsch. Also, je nachdem, wie empfindlich Kaban auf Koffein reagiert. Das geht, er trinkt ja häufiger Kaffee. Und auch häufiger den Kaffee von Jojo. Er ist irgendwie wieder stärker geworden in letzter Zeit. Sehr gut. Also, sie hatte eine Weile gar keinen Kaffee getrunken und jetzt aber trinkt sie gerade wieder Kaffee. Sie durfte ja auch eine ganze Zeit lang keinen Kaffee trinken. Richtig, jetzt darf sie wieder. Sehr gut. Von 0 auf 100 in 3 Tassen. Ja, dann wird sie wieder flippiger. Jubi. Nein, sie schläft einfach nur wieder weniger. Was nicht gut ist. Es geht, noch kommt sie klar. Gut. Dann... Ich überlege gerade. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist zu versuchen, irgendwie in die U-Bahn... an diese Dingens-Tunnel ranzukommen, an diese Wartungstunnel, an Plan davon. Ja, so Schmuggelrouten würden das wahrscheinlich sein, oder? Jein. Ich weiß nicht, ich kenne auch jemanden, der mir da vielleicht helfen kann, aber auch nur vielleicht. Wenn er das überhaupt macht. Muss ich nochmal gucken. Denkst du etwa an den Geologen? Ja. Der wird bestimmt gerade jetzt zu der Zeit richtig viel Lust haben. Ich denke auch, es ist sinnlos. Also ich meine, die Idee ist richtig schön und alles, aber es ist Krieg. Ja. Aber gerade da ist es doch praktisch, mal so ein paar Wartungstunnel zu kennen. Finde ich. Ansonsten müssen wir da selber durch. Wir haben ja einen 3D-Mapper. Für die Kanalisation. Da wird es ja wohl auch möglich sein, die Wartungsdinger da durchzuschieben und so. Das geht schon. Okay, entschuldige, ja, ich will dich nicht. Ja, was? Das Problem ist nur, wenn man in diesen Tunneln ist und noch nicht in diesem Wartungstunnel und dann kommt ein Zug von hinten, hat man relativ wenig Zeit auszuweichen. Das stimmt, aber Platz. Die Wartungstunnel müssten eigentlich, also diese ganzen Tunnel, dieses ganze Tunnelsystem, muss eigentlich von irgendeiner Station aus abgehen. Ja, das stimmt schon. Das heißt, wir müssen die finden. Naja, die gehen immer von der nächsten Station aus, oder? Also wenn du mich fragst, sollte das tatsächlich an jeder Station der Fall sein, ansonsten wäre das ja ziemlich doof. Ja. Muss man da nur den Eingang irgendwo da mal rangehen und dann diesem Eingang folgen. Ob dieser blöde Key noch funktioniert, den wir von damals noch haben, von dieser ganzen Brückengeschichte?
Diese Keycard. Das war aber damals speziell wegen Bauarbeiten abgesperrt, ne? Das war eine gesicherte Baustelle, das hast du ja jetzt dort keine Baustellen mehr. Das stimmt, aber wir hatten ja diese ja, ja, aber das hat mit der U-Bahn. Ja, das hat aber mit der U-Bahn nichts zu tun, das war für Baustellen. Das sind zwei unterschiedliche Konzerne. Aber damit sind wir doch auch in diese unter der Brückenwartungstunnel reingekommen. Mit dieser Keycard. Ja. Aber das Ding ist, dass du dir gerade ausdenkst, warum das nicht geht. Nein, ich habe gerade nebenbei getippt, du Schnapsleiche. User disconnected from your channel. Also, die meinte, der verabschiedet sich jetzt, weil er übelste Kopfschmerzen hat. So, okay. Auf jeden Fall, das ist immer noch ein anderer fucking Konzern. Der Konzern, der Brücken baut, ist doch nicht zwingend der U-Bahnen betreibt. Das ist doch was völlig anderes. Ich dachte, das wäre beides Energia gewesen. Energia doch nicht. War das nicht Rabutnik mit der Brücke? Ich hab keine Ahnung. Na, ich war irgendwie. Ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber ich meine, dass alles war auf dieselbe Keycard ging. War das nicht Energia? Es kann sein, dass beides Rabutnik war. Auf jeden Fall war das irgendwie. Hing das zusammen? Also es ist außerdem völlig irrelevant. Nach dem Brückendebakel werden sie vielleicht mal die Keycard geändert haben. Das kann gut sein. Es war nur eine einfache Frage. Mehr nicht. Die Antwort lautet nein. Okay. Ich habe es irgendwo an einer random Tür irgendwo ausprobiert. Nein, hast du nicht. Okay. Da sind Kameras. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass das Ding nicht 15 Monate hält oder so. Bedenke, wie viel Zeit dazwischen liegt. Wir haben jetzt September. Ich hab's vergessen. Du warst schwanger. Wir sind danach 3 Monate gesprungen. Davor immer wieder mal. Das ist bestimmt 1,5 Jahre her. Sei doch nicht so aggressiv. Ich bin nicht aggressiv, aber mir fällt gerade wieder auf, wie lange wir jetzt einfach Zeit überdingst haben. Das stimmt. Nee, ist ja okay. Macht ja Sinn. Ich wollte. Durch deine komische Schwangerschaft und deine anderen Probleme, die du alle hast. Schrecklich. Deine. Was? Ich hab keine Probleme. Surfen, surfen, surfen. Saufen, fressen und ficken. Carbon hatte niemals irgendwelche Probleme. Es ist ja eine Unterstellung, das sind Lügen, Verleumdungen. Warte mal, guck mal kurz auf WordPress meiner die letzten 20 Folgen und dann sag ich mal, was du für Probleme hattest. Ich hatte nie Probleme. Nie. Achso. Wir wollten uns doch von der Faktenlage trennen. Wir sind jetzt im postfaktischen Zeitalter. Ja? Oh Gott, nein, wir sind nicht die AfD. Was wir machen, sind ausschließlich faktenbasierende Aussagen. Ja, ja. Von Fakten trennen. Das ist halt so. Man trennt Müll, man trennt sich nicht von Fakten. Man trennt sich von einer Ische, man trennt sich nicht von Fakten. Da kann ich ja gleich zu fucking Intelligent Design Typen gehen und sagen, ich bin dabei. Ist das verständlich? Da muss man doch mal bei gewesen sein. So, Daddy, du kannst erstmal ein Edge abziehen. Nee, aber komme nicht mit Fakten. Ich habe meine Meinung. Und die steht fest. Okay, so. Na gut. So rum kann ich das noch akzeptieren. Das heißt ja, du hast deine eigenen Fakten. Ja, ja. Und wenn Teile deiner Fakten meine Meinung bestätigen, dann sind nur diese Teile wahr. Okay, solange du mir nicht kommst, von meinem Gefühl her ist das richtig egal, was die Fakten sind, sondern meine Fakten sind richtig, ist es was anderes und damit absolut im Rahmen. Klar, das sind ja meine Fakten. Jojo, trau keinem Fakt, den du dir selbst gefälscht hast. Zur Tür. Ja, yeah, schön. Alles Jojo. Klar, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Also abhalten vom Schlafen. Dankeschön. Sie wendet sich dann aber nochmal um. Sag mal, ist alles okay bei dir? Irgendwie? Wieso? Weiß nicht, weil du in der letzten Zeit ein bisschen komisch drauf bist. Alles gut. Denke ich. Denkst du? Und bei dir? Naja, mir gefällt die Situation nicht, aber... Eben. Okay. Dann geht sie. Yay.
Ich muss ja gestehen, ich fand an dem Spielabend und so auch beim Schneiden das schon ziemlich witzig, diese ganze Schloss- und Sensor-Action, weil nicht, weil die beiden das halt verkackt haben und weil das auch die erste Version von Dillys Charakter war, sondern einfach, wie die davor standen und einfach jeder dachte, der andere macht das schon, der macht das doch nicht, aber ich mach das auch nicht. Und lass mal irgendwie hier, was sind das eigentlich? Ah, das ist diese Schraube. Und was macht dieser rote Knopf hier? Ah ja, Selbstzerstörung. Da müssen wir, glaube ich, aber drauf drücken oder so, ne? Ja, das klingt vernünftig, okay. Ja, fand ich schon ziemlich witzig. Nee. So. Jetzt, da Nietzsche gefallen ist, ändert sich nur hintergründig was. Aber das reicht mir. Und was ihr macht, ist mir ja Wurst und die Spieler auch. Von daher wunderprächtig. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Kaffeetörtchen.